Wir starten die Kampagne mit Dungeons 4. Ich freue mich sehr darauf, euch das jetzt hier ein bisschen zeigen zu dürfen. Wir starten mal mit dem ersten Abschnitt, das letzte Gefecht. Talia machte sich daran, die letzten verbliebenen Helden zu vernichten. Unter anderem dabei ihr Stiefbruder Tristan. Ich habe die erste Mission schon gespielt, deswegen gibt es auch die zweite hier schon angezeigt. Ich wusste jetzt nicht, ob man das irgendwie zurücksetzen kann. Wir machen jetzt trotzdem mal die erste Mission, wo man sich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, noch auf der Oberfläche befindet. Also nicht erschrecken lassen, der Dungeon Keeper Part, der kommt dann in den nächsten Kapitelmarken hier. Gut, also Talia machte sich daran, die letzten verbliebenen Helden zu vernichten. Und es gibt auch ein kleines Intro dazu jetzt. Wir spielen auf normalem Schwierigkeitsgrad, das wird wahrscheinlich hart genug für mich. Los geht's. Es war einmal vor langer, langer Zeit in... Ach was, den Rest kennen Sie ja. Das absolute Böse hatte, im fabulösen Vorgänger, die ganze Oberwelt mit seinen Kreaturen eingenommen. Nun verbrachte es seine Zeit mit ausschweifenden Partys und... Moment. Die ganze Oberwelt? Nein. Ein von unbeugsamen Helden bevölkertes Dorf hörte nicht auf, den Eindringlingen Widerstand zu leisten. Das unamüsierte Böse war außer sich vor Wut. Doch dies alles sollte sich nun endgültig ändern, denn das Meer aus der Ferne lenkende Böse schickte seine bösartigste Generalin ins Feld. Die Dunkelelfe Talia. Talia, ebenfalls bekannt aus dem famosen Vorgänger, kam gut gelaunt aus ihrem Urlaub zurück. Zuvor hatte sie ihren Ziehvater, den Paladin Thanos, besiegt. Dieser Umstand ist wichtig zu erwähnen. Denn dieses letzte verbliebene Heldendorf wurde beschützt durch Tristan, Ziehsohn des Thanos und Talias Stiefbruder. Dieser stolze Krieger in seiner strahlenden, die stattliche Heldenbrust betonenden Rüstung war der letzte Hoffnungsschimmer für die Kräfte des Guten. Talia, die sich vollends der dunklen Seite verschrieben hatte, konnte es kaum erwarten, ihrem Stiefbruder ordentlich in den Hintern zu treten. Und so beginnt unsere Geschichte. Das ist ja schön. Ich sehe schon, im Chat sind auch zwei, drei Leute, denen der Humor gefällt. Sehr schön. Ich finde auch den Sprecher so unfassbar gut hier. Der hat so eine tolle Stimme. Die letzten Verteidiger des Guten kämpften um ihr Überleben. Dies schien der perfekte Zeitpunkt für den Auftritt Tristans zu sein, des großen verbliebenen Helden der guten Völker. Meine Brüder, in euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen, da der Mut der Helden erlischt, da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern. Haltet Stand, Helden des Westens! Nach diesen bekannt klingenden Worten stürzte Tristan sich unter dem Jubel seiner Männer in die Schlacht. Die Helden des Guten hatten es geschafft, einige der bösartigen Kreaturen gefangen zu nehmen. Doch trotzdem war es mehr als fraglich, ob ein paar kleinere Siege und eine fulminante Rede etwas gegen die Armeen des absoluten Bösen ausrichten konnten. Ein Sturm der Dunkelheit und Schwärze zog herauf und kündigte die Ankunft von Talia, der Generalin des absoluten Bösen, an. Dieser Auftritt versetzte nicht nur die Verteidiger des Guten in Panik, sondern schien auch noch die Kreaturen des Bösen zu stärken. Ha, da bin ich wieder. Zeit, ein paar Helden die Popöchen zu versohlen. Vorwärts, Kreaturen!
zeigt, was ihr könnt. Haut ihm volles Pfund aufs Maul, drescht ihn ins Gesicht und holt mir vorsorglich schon mal mein Handbuch mit abgenutzten drittklassigen Sprüchen. Oho! Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das da drüben auch noch mein dämlicher Stiefbruder Tristan, der nur darauf wartet, dass ich seinen Kopf liebevoll auf einen Speer stecke. Heute wird ein guter Tag. Talia schien sehr siegessicher zu sein. Manch einer könnte stutzig werden. War dies doch der Auftakt einer neuen, langen Kampagne? Aber gut, vielleicht bestehen die restlichen Missionen nur aus ausschweifenden Siegesfeiern. Wer weiß. Ich bin mir sicher, dass wir nur noch Siegesfeiern machen hier. Selektiert Talia mit der Maus alternativ gedrückt halten. Jawohl. Also jetzt sind wir ein bisschen hier an diesem Oberflächenpart, den man auch schon aus den Vorgängern kennt. Ihr gebt mir bitte Bescheid, wie die Lautstärke ist, ob es zu laut oder zu leise ist. Und wir schreiten jetzt einfach mal in der Kampagne hier vor. Ha! Ein paar lächerliche Gegner? Ich werde euch massakrieren. Wenn ich mich daran erinnere, wie das gleich wieder funktioniert. Glücklicherweise übernahmen Talias Instinkte an dieser Stelle, unter vermeintlichen Pro-Gamern auch als Auto-Angriff bekannt. Talia erinnerte sich nebenbei daran, dass sie auch noch über ein paar Fähigkeiten verfügte, die sie nach Gutdünken aktivieren konnte. Ah, stimmt. Rums. So geht das. Ich finde auch schön die Schadenspunkte 666. Talias mächtiger Sturm stand ihr ein weiteres Mal zur Verfügung. Also hier unten hat die Talia ihre Spezialangriffe, Fernkampfangriff, 666 Schaden, Schattententakel, beschwört Schattententakel, 6 Meter Umkreis, 20 Schaden. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht, weil ne, das Spiel ist jetzt hier am Anfang so leicht, dass wir einfach nur durchmarschieren. Es führt halt einen ein bisschen so in das Spiel ein, inklusive Credits hier oben. Also die Namen hören sich schon deutsch an, also wirklich, anscheinend ist nicht nur der Publisher deutsch, ist wahrscheinlich auch das Entwicklerteam ist deutsch. Hey, hat da jemand meine Untergebenen in Käfige gesperrt? Eine Schweinerei, sowas darf nur ich. Zeit, die Dinger aufzusprengen, zu pulverisieren, zu atomisieren. Wir nehmen auch jetzt nicht wirklich so Schaden, ne, wie man hier sehen kann. So, da sind unsere ersten Schnodderlinge. Ein Käfig wurde zerstört und Kreaturen befreit. Talia hatte alle Kreaturen befreit. Um ihrem Stiefbruder in nichts nachzustehen, hielt sie ebenso wie dieser eine fulminante Rede. Rede? Ja klar. Kreaturen! Zeit, den Gutmenschen aufs Maul zu hauen! Vorwärts! Schlagt ihn ins Gesicht! Tretet ihnen gegen das Schienbein, macht die Schnallen ihrer Hosen kaputt, damit die ihnen nach unten rutschen. Das ist ja, so richtig mein Humor sehr auch. Sehr inspirierend. So, hier oben gibt es noch eine Aktion, Talias geballter Zorn. Solange Talias geballter Zorn aktiv ist, werden eure Kreaturen stärker. Also, wir haben jetzt ein paar neue Kreaturen. Das hier sind wahrscheinlich Nahkämpfer hier. Berserkerwut. Nahkampfangriff. Hier vorne sind Fernkämpfer, Nagasäure und Heilen. Also die können heilen und Fernkampf machen. Kennt man auch schon aus dem Vorgängerteil. Ah, Tochterunternehmen von Calypso. Ah, okay. Sehr schön. So, genau. Also kennt man schon. Das hier sind so unsere Heiler, unsere Fernkämpfer. Das hier sind unsere Nahkämpfer. Und mit allen stürzen wir uns jetzt hier hoch in die Schlacht. Hier unten ist die Karte. Aber momentan gibt es ja sowieso nur einen Weg hier durch. Wir heben uns vielleicht das hier oben noch auf, weil ich nicht weiß, wie viel Cooldown das ist. Es ist egal, ob wir das anwenden jetzt eigentlich oder nicht. Es ist ja immer noch Tutorial. Relativ entspannt. So, dann gucken wir mal hier oben. Und auch wieder Bösewichte. Also von unserer Seite aus gesehen Bösewichte natürlich. So, dann bekommen wir hier, was sind das denn hier für tanzende Frauen? Geister, Benji kann gegen Fäule Geisterlakaien bis zu einem Maximum von 2 beschwören. Der Angriff eines Geisterlakaien macht getroffene Gegner für 10 Sekunden 50% anfälliger
gegen Kälte, Schaden und einen Schrei können sie auch noch loslassen. Sehr schön. Was wir nicht machen können, ist, wir können nicht die Aktion ausführen, anscheinend, wenn wir alle markiert haben. Soweit ich das jetzt sehe. Das heißt, man müsste die dann wahrscheinlich auch gruppieren und müsste dann sagen, wie das hier, wenn ich die alle mal auswähle, ja, und müsste dann zum Beispiel eine Aktion ausführen lassen. Gut. Ja, komm, wir aktivieren mal den Zorn von Talia hier. Das Zentrum der Schlacht 30 Sekunden. Mit einer weiteren fulminanten Rede stachelte sie ihre Kreaturen noch einmal an. Noch eine Rede? Hä? Gut. Ding Dong, der Held ist tot. Reicht das schon? Ehrlich, ich weiß nicht, ob ich so mit dir arbeiten kann. Nach Talias Worten stießen die Kreaturen vorwärts und strömten zu ihrer sprachlich unterkomplexen Anführerin. Oder das hätten sie gerne getan, doch die Verteidigungen der linken und rechten Flanke machten ein Vorankommen unmöglich. Talia musste diese vernichten, um weitere Unterstützung zu erhalten. So, also hier oben die Flanke. Die linke Verteidigungsflanke der Helden konnte den Kreaturen des durchbrechenden Bösen nicht länger standhalten. UI ist fast ein bisschen zu groß, ehrlicherweise. Blockiert schon sehr viel vom Bild hier. So, dann geht ihr mal runter. Wie gesagt, alles relativ Standard hier. Und kümmern wir uns mal um die hier unten. Katapulte. Die Verteidigung der Helden der rechten Flanke brach zusammen. Die Kreaturen des garstigen Bösen strömten zu Talia. Ausgezeichnet! Mehr Kanonenfutter! Ich meine, loyale Untergebene kann man immer gebrauchen. Hab ich schon alle jetzt erledigt? Ach, die hier oben. Da sind auch noch welche hier. Man sieht gar nichts mehr vor lauter UI hier. Talia, Stiefschwester. Da ist er. Du wagst es, dich hier blicken zu lassen, nachdem du unseren Ziehvater getötet hast? Ja? Ist das eine Fangfrage? Du siehst doch, dass ich hier bin. Thanos hat sein Ende verdient. Und ich dachte mir, wie der Vater, so der Sohn. Du wirst deine Taten büßen, Schwester. Das Licht wird mich schützen. So, dann kümmern wir uns mal um den. Ist dann hier oben? Ein weiteres Mal zog Talias Zorn auf und tauchte das Land in Schwärze. Wo ist eigentlich meine mein Charakter hier? Da ist er. Schwester, wende dich ab vom Bösen und komm zurück auf die Seite des Guten. Sieh die Macht des Lichts. Mit diesen Worten wurde Tristan in goldenes Licht getaucht, das ihn zu schützen schien. Als wäre dies nicht anstrengend genug, öffneten sich zugleich einige magische Portale. Als wenn sich das hier nicht schon viel zu lange ziehen würde. Können wir nicht einfach direkt zu dem Punkt springen, wo ich gierig die Weltherrschaft an mich reiße? Vorwärts, Kreaturen! Haut die Portale kaputt! Macht das magische Gedöns platt! Zieht den Stecker! Meine Brüder, in euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich... Fangen wir schon wieder an. Der Tag mag kommen, da der Mut der Helden erlischt, da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern. Haltet stand, Helden des Westens! Hast du den gleichen Blödsinn nicht vorhin schon mal gesagt? Mit genau den gleichen Worten? Nein, von wegen! Ich bin bekannt für meine fulminanten Reden, bösartige Stiefschwester! Ich glaube, so, ein Portal ist kaputt. Können, dass wir damals einen Mob holen mussten, als du vor der Klasse sprechen solltest. Das wirst du böse. Vorwärts, Getreue! Vernichtet das Böse! So, das zweite Portal ist auch kaputt. Es sind gar nicht mehr so viele jetzt übrig jetzt hier bei uns an Truppen.
Alle magischen Portale waren vernichtet worden. Und mit ihnen löste sich auch Tristans Schutzschild in Rauch auf. Ha, so mag ich das. Wo waren wir? Ach ja, ich war gerade dabei, meinem Stiefbruder in den Hintern zu treten. Schwester, so muss es nicht enden. Schließ dich mir an. Gemeinsam können wir die Welt noch retten. Kannst du nicht einfach sterben und uns diese Szenen zum Fremdschämen ersparen? Niemals. Talia! Das hier ist noch nicht das Ende. Wir werden uns wiedersehen. Mit diesen Worten erschuf Tristan auf die Schnelle ein Portal und warf sich mit letzter Kraft hindurch. Hinter ihm schloss sich das Portal wieder. Verrat, Schiebung, Betrug! Das hier sollte doch mein Sieg sein. Und überhaupt, was ist das für ein Handschuh, bitteschön? Es scheint mir so, als ob das Game Design vergessen hätte, das Ding vernünftig zu balancen. Vielleicht waren die Verantwortlichen noch zu sehr von deiner großartigen Ansprache in den Bann gezogen. Die hat mir auch die Tränen in die Augen getrieben. Allerdings nicht die der Rührung. Als wenn die Spatzenhirne der bösartigen Kreaturen hier große Reden bräuchten. Ein paar Schädel zum Einschlagen und für das Abendprogramm ist gesorgt. Naja, jedem so, wie er mag. Doch offensichtlich war Tristan ein Missgeschick passiert, denn der sogenannte magische Handschuh lag noch an der Stelle, wo er zuletzt benutzt worden war. Scheinbar hatte er ihn versehentlich verloren. Ha! Wunderbar. Das Ding ist genau das, was ich brauche. Sehr schick. Das greife ich mir doch gleich mal. Und so beginnt unsere Geschichte. Dun, dun, dun. Triumph! Sehr schön. Na, du, einen wunderschönen guten Morgen. Das Böse hat jetzt gerade gewonnen. Also zumindest die erste Kampagne, den ersten Kampagnenabschnitt hier. So, Erfolge erzielt. Wunderbar. War jetzt auch nicht so schwierig. Tristan war Talia zwar entwischt, aber dafür hatte sie dessen magischen Handschuh erbeuten können. Der Handschuh der Endlichkeit. Ein sagenumwobenes Artefakt. Leider funktionierten in Cutscenes keine UI-Einblendungen, weshalb Talia nicht genau lesen konnte, was der Handschuh denn so eigentlich machte. Nichtsdestotrotz präsentierte sie diesen Stolz dem absoluten Bösen in seiner Gestalt des Dungeon Lords. Und so nahm das Unglück seinen Lauf. Denn Talia wollte gleichzeitig vorführen, wie lautstark sie mit den Fingern schnipsen konnte. Doch dieses Schnipsen, das in die Geschichtsbücher als der Dungeon Lord Snap eingehen sollte, setzte entsetzliche Kräfte frei, die sich in den Dungeon Lord entluden. Als Talia sich wieder aufrichtete, war der Handschuh verschwunden. Und der Dungeon Lord lag im Sterben. Zuschauer beginnen an dieser Stelle oft zu weinen, weil sie dann wieder an den letzten wirklich guten Superheldenfilm denken. Talia trauerte. Ungefähr 5 Sekunden lang. Talia hatte die Reiche des Guten zerschmettert und sie dem absoluten Bösen, das eigentlich überhaupt nichts gemacht hatte, auf dem Silbertablett serviert. Talia war nun also die absolute Herrscherin. Sie hatte zwar keine Ahnung vom Herrschen, aber machte dies mit Selbstüberschätzung und dem konsequenten Ignorieren von eklatanten Problemen mehr als wett. Zusätzlich umgab sie sich mit einem Stab an inkompetenten Beratern. Was sollte dabei schon schiefgehen? 10 Minuten später. Tristan hatte Talia gefangen genommen, in einen Käfig gesperrt und die Armeen des absoluten Bösen in die Flucht geschlagen. Damit ist die Geschichte nun zu Ende. Wie es weitergeht, erzählen wir euch im überteuerten Mikrotransaction-Häppchen. Oh, Moment. Was passiert hier? Das ist so gut.
Das ist ein anderer Entwickler. Wartet, gleich hab ich's. Während Talia schmachvoll abtransportiert wurde, schwebte weiterhin die ungenutzte Essenz des absoluten Bösen umher. So leicht würde es sich nicht geschlagen geben. Doch damit das Böse abermals triumphieren konnte, brauchte es wohl oder übel Talia zurück. Und so machte sich die umherschwirrende Essenz des absoluten Bösen daran, die ratlos dreinblickenden chaotischen Horden zu befehligen und Talia zu befreien. Hammertime, zweite Runde. Die Essenz des absoluten Bösen hielt die Horde zusammen und stellte sich der Herausforderung gemeingefährlicher, zwergischer Ingenieurskunst. Das ist so gut, Leute. Ich kannte die zweite Zwischensequenz jetzt hier, kannte ich nicht mehr. Ich bin absolut begeistert, genau mein Humor. So gut. Okay, Hammer Time, zweite Runde. Also mit einem Fingerschnipp hat die Talia hier leider für ein bisschen Chaos gesorgt. Aber vollkommen okay. Das kriegen wir wieder hin, hoffentlich irgendwie, eventuell. Tristan, lass mich aus diesem verdammten Käfig raus, du dämlicher Gutelf. Ansonsten fällt es mir schwer, dir deinen dürren Hals umzudrehen. Was zum Bösen willst du überhaupt von mir? Der Käfig ist oben offen. Deine bedauerlichen Taten dürfen nicht ungesühnt bleiben. Du hast unseren Ziehvater Thanos erschlagen. Ein blasphemischer Affront gegen unsere Göttin, die du zu allem Überfluss auch noch erschlagen hast. Aber wir haben auf unserer Reise noch genug Zeit, um zu streiten. Ich bin hier, um den Stein zu finden. Brünnhild, wenn ich bitten darf. Du doch immer, du kleines Schnuckelchen. Ei, los, ihr faules Pack. Bringt den Hammer der Erdzerstörerklasse in Gang. Talia war gefangen. Nur die herumblubbernde Essenz des absoluten Bösen konnte sie retten. Es war zwar amüsant, Talia in den Fängen ihres Bruders zu lassen, aber andererseits würde das gestaltlose Böse ohne ihre Hilfe wohl nur noch als körperloses Etwas durch die Lande ziehen und bestenfalls für drittklassige Horrorfilme verpflichtet werden. Glücklicherweise lag im Untergrund ein vergessenes Dungeon-Herz, das schnell reaktiviert wurde. Zusammen mit den Kreaturen der Horde würde es ein leichtes sein, die gutmenschelnden Helden vor Ort zu Kleinholz zu verarbeiten. So ein Zufall, dass hier ein Dungeon-Herz ist. Das Böse musste sich dieser zwergischen Konstruktion an der Oberfläche entledigen, da sie den Untergrund und damit auch das Dungeon-Herz bedrohte. Dafür war es vonnöten, einen schlagkräftigen Dungeon zu errichten. Oder vielmehr errichten zu lassen. Denn als herumwabernde Essenz konnte das körperlose Böse nicht viel ausrichten. Wunderbar. So, jetzt sind wir eigentlich im Hauptbereich der Spielmechanik angekommen. Das sehr an Dungeon Keeper erinnert. Auch die Hand hier oben, ne? Die jetzt dem Mauszeiger so ein bisschen folgt. Ja, jetzt müssen wir quasi unseren Dungeon ausbauen und gucken mal, wie wir das dann am besten machen. Wir haben hier oben die einzelnen Bereiche, Forschung, Armee, Kreaturen und so weiter. Da denke mal, da kommen wir dann später noch rein. Wir haben 8 Schnodderlinge, 8 Arbeiter. Wir haben 5 Bevölkerungspunkte. Wahrscheinlich können wir maximal genau 5 Kreaturen dann besitzen. Wir haben keinen Mana, wir haben keine Bösartigkeit und 1000 Gold. Hier drüben sind unsere Missionen. Hinter mir, das seht ihr jetzt nicht, ist eine kleine Übersichtskarte. Und links hier, das hier ist die Übersichtskarte anscheinend der Oberfläche. Wir kommen an die ganzen Leute, die jetzt neu dazugekommen sind. Genau, dann würde ich mal sagen, ist ja auch immer noch alles Tutorial jetzt hier. Dann würde ich mal sagen, wir graben uns mal ein bisschen hier einen Goldschatz aus, wie man hier sehen kann. Einfach markieren, linke Maustaste und schon fangen die Schnodderlinge an, hier auszuarbeiten. Pro Feld kann, glaube ich, immer ein Schnodderling arbeiten. Das heißt, sobald wir hier mit einem Schnodderling uns reingegraben haben und sich das aufteilt, können auch mehr Schnodderlinge mitarbeiten. Da kommt schon der zweite, wollte ich sagen. Nee, der kommt gleich. Jetzt müsste noch einer kommen, genau. Jetzt wird quasi aufgeteilt, links und rechts einer.
Und jetzt kommen nochmal welche, die dann weitermachen. Also die Schnodderlinge, die suchen sich dann auch selbstständig die Arbeit quasi. So, also hier sieht man schon ganz viel Geld liegt hier herum, weil diese Felder einfach Geldfelder sind. 100, 100 und so weiter. In der Mitte ist so ein richtig großer Schatz. Eine Goldader, die ganz viel Gold beinhaltet. Und diese Blöcke können jetzt quasi längerfristig bearbeitet werden und nicht nur einmal abgebaut werden. Und hier wird jetzt auch, denke ich mal, dann die Schatzkammer errichtet hier drin. Damit die Schnodderlinge immer, wenn sie nichts zu tun haben, hier die Goldader abbauen können. Und somit kommen wir erstmal schön an Geld. So, wir sollen einen Dungeon auf Stufe 1 erforschen. Was gibt's denn hier? Dungeon, Horde, Dämonen und Untote steht hier. Gibt die Maximalstufe Talias und eurer Schnodderlinge an. Erhöht dies, um neue Räume freizuschalten und das Maximum an Schnodderlingen zu erhöhen. Stufe 1, Schnodderlinganzahl plus 4. Momentan haben wir 8. Ich glaube, die kommen dann auch einfach so. Und kostet uns das 200 Gold jetzt? Ja, hat uns 200 Gold gekostet. Das heißt, wir sind jetzt bei 12. Man bekommt die Schnodderlinge auch automatisch. Die muss man jetzt nicht mehr irgendwie neu aufbauen. Was gibt's denn hier? Gewölbe der Bösartigkeit gibt's hier. Für was ist das hier? Für die Forschung. Bösartigkeit kann für die Forschung genutzt werden. Dann die Schatzkammer. Hier wird Gold eingelagert. Goldadern werden in diesem Raum auch schnell abgebaut. Dann hier vorne gibt es die Guru-Farm. Köstliche Gurus, die Standardnahrung für Dämonen und Kreaturen. Also unser kleiner Bauernhof hier quasi. Dann hier die Schnodderlinge-Fähigkeiten. Wird ein Schnodderling geschlagen, kann man auch machen. Erhöht sich seine Geschwindigkeit zusätzlich um 25%. Kennt man auch aus Dungeon Keeper. Dann der Thronsaal hier vorne, ein 11x11 Raum plus angehängtem Thron mit 4 Eingängen, die jeweils in der Mitte jeder Seite liegen. Zentral das Dungeon-Herz des Spielers, ein Seelenstein des absoluten Bösen. Wahrscheinlich kann man das dann einfach quasi upgraden jetzt hier. Damit hat das Dungeon-Herz dann 50% mehr Lebensenergie. Das Dungeon-Herz hat man ja kurz gesehen. Das ist das, was wir beschützen müssen vor den Eindringlingen. Na gut, also wir schalten mal die Schatzkammer frei für 500 Gold. Nächste Stufe erhöht die Kapazität pro Feld nochmal um 50. Pro Feld heißt quasi dann pro Raumfeld. Genau. So, Baumenü hier drüben. Aktuell können wir noch gar nichts bauen, außer die Schatzkammer. 99 Gold der Barren muss kurz den Vorbesitzer verscharren. Zwergisches Goldlied. So, also jetzt markieren wir quasi den Raum als Schatzkammer. Und das muss jetzt natürlich von unseren Schnodderlingen entsprechend vorbereitet werden. Und das ist halt das Schöne, dass jetzt quasi der Raum ausgebaut wird hier. Der sieht dann auch aus wie eine schöne Schatzkammer. Böse hatte eine Schatzkammer errichtet. Und schwupps, schon bauen sie jetzt hier quasi ab. Die im Thronsaal gespeichert werden konnte, reichte eben bei weitem nicht für ein Bad aus. Genau, wir haben eine Goldkapazität jetzt von 3000. Und man sieht schon, das Gold ist jetzt quasi eingelagert hier und es wird gleichzeitig noch abgebaut hier. Dann hier vorne ist unser Thronsaal. Da kann man jetzt aber nichts anklicken. Wir sollten einen Bereich 5x5 Felder für die Schnodderlinge ausgraben lassen. Sehr schön. Man sieht auch immer mal wieder so zwischendurch, hier sind ein paar so Goldminen, wo man nochmal Gold bekommt. Hier oben ist auch nochmal ein bisschen Gold. Genau. So, jetzt arbeiten quasi die Schnodderlinge hier vorne. Aber jetzt geht es dann los, dass sie hier dann anfangen abzubauen. Und das Gold müsste dann auch eigentlich hier rüber transportiert werden, wenn noch Platz ist. Aber unsere Schatzkammer ist sehr begrenzt, sehr klein. Aber je mehr wir forschen, je mehr wir ausbauen, umso mehr Gold brauchen wir dann auch. Kann ich eigentlich jetzt schon einen Schnodderling schlagen? Moment mal eben. Okay, ja. Also man kann die Schnodderlinge schlagen, dann werden sie quasi schneller arbeiten. Ich glaube, das muss man aber erst erforschen, habt ihr gesehen. Und sie verlieren ein bisschen Gesundheit auch. So, die Guru Farm können wir freischalten für 500 Gold. Ja gut. Jetzt ist auch wieder Platz in der Schatzkammer. Das heißt, hier wird gerade eingesammelt Gold und wird dann hier rüber transportiert. Also ein richtig kleines, schönes System, wo man auch sieht, wo was eingelagert ist.
So, die Guru-Farm. Es steht hier aber nicht mit dabei, wie groß diese Felder immer sein sollen. Ne? Je größer, umso mehr Platz natürlich für die Leute. Und es ist auch wichtig, glaube ich, dass man Türen baut, habe ich gelesen. In der Guru-Farm werden Gurus gezüchtet. Kreaturen der Horde als auch Dämonen verspeisen diese nur zu gern, um ihr Bedürfnis nach Hunger zu stillen. Achte auf die Effizienz des Raumes, um eine möglichst hohe Produktionsrate. Der völlerei Böse hatte eine Guru-Farm errichtet. Köstliche Gurus wurden hier ausgebrütet, die der Horde als Nahrung dienten. Fehlende Wände senken die Effizienz eines Raumes. Ihr könnt übrigens auch Gurus schlagen, um ein wenig Bösartigkeit zu verdienen. Das heißt, also es macht keinen Sinn, dass wir jetzt hier einen großen Raum ausheben und dementsprechend dann einfach nur bestimmte Quadrate definieren als Schatzkammer oder Guru-Farm, sondern je mehr Wände quasi ein Raum hat, umso effizienter ist er. Und eine Tür, wenn man hier dann einbaut, zählt dann auch noch als Wand. Ich weiß jetzt nur nicht, wo ich die Effizienz sehe. Ah, hier, 90%. Ich gehe mal davon aus, wenn wir eine Tür bauen, dass wir vielleicht dann sogar auf 100 kommen. Bei unserer Schatzkammer hier vorne sind es auch 90, genau. Wir haben jetzt hier 2000 für die Schatzkammer, 1000 hier vorne an Platz, was wir hier lagern können. Gut, dann graben wir uns mal hier durch. Geht erstaunlich flüssig, alles auch schön von der Hand. Gefällt mir sehr. Und jetzt müssen wir mal gucken, wir haben aktuell 2 von 12 Gurus hier drin. Die werden jetzt langsam ausgebrütet. Man kann die Gurus... Ach, du meine Güte, wenn ich die Gurus schlage, dann verlieren die nicht nur Gesundheit, sondern sterben sofort. Das war jetzt nicht meine Absicht. Ich dachte aber, ich bekomme dadurch Bösartigkeit, hat es geheißen. Ach, schön. Ich finde auch den Grafikstil wunderschön. Also der ist so schön bunt. Die UI, ich muss mal ganz kurz gucken, ob man die UI ein bisschen vielleicht kleiner machen kann. Weil die ist schon echt sehr dominant. Dass das irgendwie sich noch so angepasst hat, was jetzt die Auflösung betrifft. Ich habe das Huhn tot geknuddelt. Das ist aber ein sehr schöner, sehr schön umgangssprachlich jetzt hier für totgeschlagen. Ja, leider nicht. Na gut. Aber das wäre noch eine schöne Ergänzung, dass man vielleicht für so Auflösungen wie jetzt bei mir, dass man hier die UI noch ein bisschen kleiner machen kann. Oder zumindest vielleicht Sachen ausblenden kann, wie jetzt hier die... Huch. Oh, jetzt bin ich hier auf der Oberwelt. Moment. Wenn ich auf die Oberwelt klicke, dann komme ich auch auf die Oberwelt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Nein, stopp! Nein, das ist doch falsch. Stopp, 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 Leute. Oh Gott. Oh Gott. Ich mache wieder alles kaputt hier. Ah, ja, ja. Ich mit meinen Mausklicks hier. Na gut. Dann haben wir uns hier ein bisschen ausgegraben. Ich denke, man kann ja später auch Wände noch einziehen. Das ist ja kein Problem. Ah, ganz schön viel Gold hier. Damit einem ja im Tutorial hier die Goldressource nicht fehlt, ne? Nicht ausgeht hier. Dungeon Keepers habe ich in den 90ern so gesuchtet. Bei mir ist es leider vorbeigegangen. Ich habe ein bisschen gespielt, aber ich glaube, ich habe damals das Spielprinzip einfach nicht verstanden, wie das funktioniert. Deswegen habe ich das, ich kenne das Spiel und ich hätte es auch mal wieder probiert noch, die Originalversion. Aber die war dann... Kreaturen holen sich ihren Sold. Aber die war dann irgendwie nicht mehr so ansprechend. So, Zahltag, Kreaturen holen sich den Sold, wahrscheinlich in der Schatzkammer, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und wir erforschen die Horde. Gibt die Maximalstufe eurer Horde-Kreaturen an. Erhöht dies, um neue Räume freizuschalten und euer Kreatur-Maximum zu erhöhen. Momentan 5 Stück. Kostet uns 750. Im Versteck lassen sich angeheuerte Kreaturen der Horde nieder, um ihre Schlafstätte zu errichten. Wir haben hier einen Ork, Standardort, absolute Basiseinheit für jede gute Armee der Horde. Er richtet beim Feind akzeptablen Schaden an, ist durch seine zähe, ledrige Haut nicht nur ungenießbar für sie getestet, sondern auch gut gepanzert und kann jede Menge einstecken, bevor er ins Gras beißt. Und dann haben wir hier unsere Nagas noch, die quasi die Heiler und Fernkämpfer sind. Kennen wir ja schon aus der ersten Mission. Also erstmal das Versteck erforschen, Stufe 1, und bauen das quasi jetzt hier oben rein. Ich muss ein bisschen gucken, wie man das am besten abschätzt.
wie groß diese Räume sein sollen. Ne? Je größer, umso mehr könnt sich hier zum Beispiel dann auch niederlassen in diesen Räumen. Jede Fraktion gibt es eine sogenannte Fraktionsforschung. Diese gibt die Maximalstufe für Kreaturen oder Schnodderlinge vor und mit jeder Forschungsstufe erhöht sich das Bevölkerungsmaximum. Zudem werden dadurch weitere Forschungen eingeschaltet. Hatte ein Versteck für Kreaturen der Horde zusammengekloppt. Diese konnten fortan dort eine Ruhestätte für sich errichten. Also, im Versteck errichten angeworbene Kreaturen der Horde ein Lager, wo sie ihr Bedürfnis nach Ausruhen befriedigen und sich zudem heilen können. Kann eine Kreatur wegen fehlendem freiem Platz kein Lager errichten, wird sie mit der Zeit wütend werden und anfangen zu streiten, wie man es halt gewohnt ist. Horde-Kreaturen suchen sich einen Platz im Versteck, errichten dort ein Lager, wo sie ab und an gerne auch ein Päuschen einlegen. Zudem essen Kreaturen der Horde gerne Gurus und wollen sich am Zahltag ihren Sold abholen. Ich glaube, die Schnodderlinge, ich glaube, die brauchen keinen Sold und die brauchen auch keinen Ruheplatz. Horde-Kreaturen heilen sich beim Ausruhen im Versteck. Alternativ kann eine Naga alle Kreaturen der Horde auch heilen. Horde-Kreaturen können erst sehr spät im Spiel wiederbelebt werden. Dafür sind sie vergleichsweise billig und steigen deutlich schneller auf. Also müssen wir natürlich erst freischalten. Sollen wir jetzt die Naga machen oder was ist hier? Besitzt Kreaturen 4 Stück steht hier. Wir können ja beide freischalten, oder? 500 und 750. So. Und dann holen wir uns mal 2 Naga. Das Armeen errichtende Böse und hatte seine erste Kreatur angeheuert. Aber wir können ja 8 schon mittlerweile haben. Spektakulär, wenn man bedachte, dass es vor kurzem noch auf dem Thron der Götter gesessen hatte. Aber aller Neuanfang ist schwer. Das bösartigste Böse konnte mit der Hand des Bösen nicht nur eingreifen, sondern seinen Schnodderlingen auch den nötigen Antrieb verschaffen, indem es ihnen einen beherzten Klaps verpasste. Ja, das kennen wir schon. Also die Kreaturen bekommen jetzt hier ihren Aufenthaltsplatz. Wir haben jetzt 5 von 8. Ich habe gesehen, das war gar nicht so billig jetzt hier, die Kreaturen zu kaufen hier. 400 kosten die aktuell. Kann man denn sehen, wie viele Kreaturen ich habe? Ich habe 3 Nagas und 2 Orks hier. Wir holen uns noch ein paar Orks. So, dann sind wir hier am Maximum angekommen. Die Frage ist, kann man hier erkennen, wie viele Orks hier Platz haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 würde ich jetzt einfach mal vermuten. 9 passen hier in diesen Raum. Jeder bekommt sein eigenes schönes Bett. Schön, manchmal rund, manchmal nicht rund. Aber zumindest kein Etagenbett. So. Eure Kreaturen sammeln durch das Bezwingen von Gegnern Erfahrungspunkte, können so auch aufsteigen. Mit jeder gewonnenen Stufe werden Kreaturen stärker, haben mehr Lebenspunkte, machen mehr Schaden. In speziellen Stufen kann aber auch ein neues Bedürfnis hinzukommen. So wollen Kreaturen der Horde beispielsweise ab Stufe 4 in der Arena ab und an trainieren. Die Fraktionsforschung gibt dabei die Maximalstufe an. Habt ihr beispielsweise die Forschung Horde auf 3, können Orks Maximalstufe 3 erreichen. Die Fraktionsforschung, wir gucken mal ganz kurz das hier, ne? Horde Stufe 1 momentan. Ihr habt das aktuelle Maximum an Bevölkerungspunkten erreicht, könnt keine weiteren Kreaturen anwerben, verbessert eine der Fraktionsforschungen, um das Bevölkerungsmaximum zu erhöhen. Oh, das Spiel ist auch im Game Pass. Dankeschön für den Hinweis, Hirnchaos. Da kann man es ja auch mal schön ausprobieren. War for the Overworld ist auch eine ganz gute Variante. Schon etwas älter, aber sieht immer noch akzeptabel aus. Ja, habe ich mal gespielt. Ich glaube, das ist aber eher direkter, richtig? Bin mir nicht mehr sicher. So, wir werden mal kurz einen Schnodderling... Oh, jetzt habe ich ihn aufgenommen. Oder was? Wo ist er denn jetzt? Jetzt habe ich ihn an der Hand. Ich habe ihn an der Hand. Guck, wie er baumelt. Wir schmeißen ihn hier rein und verprügeln ihn noch. Kurz. Das Backpfeifen verteilende Böse hatte einen der Schnodderlinge geschlagen. Angsterfüllt quiekte die Kreatur und machte sich daran, noch schneller zu arbeiten. Wenn ihr einem Schnodderling einen Klaps mit der Hand des Bösen gebt, wird seine Geschwindigkeit kurzfristig erhöht. Aber Achtung, Klapse richten Schaden an. Wenn ihr einer feindlichen Einheit einen Klaps gebt, wird diese für eure Kampfeinheit als bevorzugtes Ziel markiert. So, wir haben Zahltag. 250 Sold müssen wir aktuell bezahlen, was ganz okay ist. Da sind jetzt endlich alles eingerichtet.
Es werden auch nur die Betten gemacht, die benötigt werden anscheinend. Jetzt gucke ich nochmal hier rein. Es stand doch hier drin bei der Forschung, dass die Schnodderlinge... Also offenbar standardmäßig erhöht sich die Geschwindigkeit des Schnodderlings, wenn man ihn schlägt und dann bei Stufe 1 nochmal um 25%. So würde ich das jetzt interpretieren. So, wir müssen ganz viele Schnodderlinge schlagen. Das tut mir sehr leid. Ich muss noch an meiner Bösartigkeit arbeiten jetzt aktuell. Das verabscheuungswürdige Böse hatte köstliche Bösartigkeit verdient. Damit konnte Hervorragendes gemacht werden, wie etwa neue Dinge erforschen. So, die Gurus werden verspeist. Ein Platz für die Bösartigkeit gefunden werden, damit sie eingelagert werden konnte. Schnell errichtete das absolute Böse ein Gewölbe der Bösartigkeit. Immer überall Bösartigkeit und Böse mit dabei ist. So, man sieht hier schon, wie die Gurus hier verspeist werden. 6 von 12. Also die haben schon ganz schön Appetit hier alle. Das muss man dann wahrscheinlich einfach irgendwann mal abschätzen, für wie viel der Kreaturen so eine Guru-Farm dann auch reicht, ne? Wenn dir die den Laden leer fressen, dann musst du das Ganze halt etwas größer machen. So, ihr habt Bösartigkeit verdient, wird im Gewölbe der Bösartigkeit eingelagert, sofern dort Platz ist. Bösartigkeit wird unter anderem durch bezwungene Helden verdient. Es gibt aber auch zahlreiche andere Wege, um Bösartigkeit zu verdienen. Bösartigkeit benötigt ihr, um im Forschungsmenü neue Räume oder Kreaturen freizuschalten oder zu verbessern. Talias Kräfte kosten ebenfalls Bösartigkeit. Also wir brauchen erstmal einen Raum hier vorne. So, deswegen haben wir vorher, als wir ein Hühnchen quasi geschlagen haben, das leider von uns gegangen ist, keine Bösartigkeit bekommen, weil wir erst einen zugehörigen Raum dafür brauchen. Vikrago, einen wunderschönen guten Morgen. So, man kann ja trotzdem mal ein bisschen hier hochgraben. Auf der anderen Seite, unsere Schatzkammer ist prall gefüllt momentan. Was ist das denn hier, was hier so herum schwebt? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Wann eigentlich die Kamera... Oh, was habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich hier die rechte Maustaste gedrückt. Oh. Okay. Ach, das war Bösartigkeit. Das habe ich jetzt aufgesammelt. Jetzt habe ich das aufgesammelt, aber... Aber es ist quasi noch nicht... Das ist ein bisschen schade, oder? Ah, doch. Gesammelte Bösartigkeit 150, maximal 0. Also vielleicht zählt das 150 ja doch. So, wir müssen die Bösartigkeit bzw. das Gewölbe erforschen. Und packen das jetzt hier rein. Ich finde halt auch die Raumgestaltung ist so toll. So, im Gewölbe der Bösartigkeit wird, wie der Name schon sagt, Bösartigkeit eingelagert. Nur eingelagerte Bösartigkeit kann verwendet werden. Maximale Kapazität des Raums, wenn die erreicht ist, kann keine weitere Bösartigkeit aufgenommen werden. Bösartigkeit, die in der Oberwelt verdient wurde, hatte ein Gewölbe der Bösartigkeit errichtet. Wird in den Thronsaal teleportiert. Damit okay. Konnte es Bösartigkeit fortan speichern und benutzen. Maximale Bösartigkeit 720. Oh, kein Grund hier faul herumzusitzen, wenn wir hier auch ein bisschen Gold einsammeln können, wa? Los Jungs, schnappt euch die nächste Goldader. Die gierigen Zwerge würden über kurz oder lang den Dungeon angraben. Das heimtückische Böse machte sich mittels einer Werkstatt dafür bereit, Fallen aufzustellen, um die goldstehlenden Zwerge aufzuhalten. Okay, also hier ist jetzt plötzlich was erschlossen worden. Ein komplett neuer Raum hier. Wir müssen die Werkstatt erforschen. Sind das die Zwerge hier vorne? Ja, das sind die Zwerge. Und die versuchen sich jetzt durchzugraben zu uns anscheinend. Technologischer Fortschritt war nahezu immer eine feine Sache. So, Werkzeugkisten können eingelagert werden in der Werkstatt. Nicht nur neue Einheiten oder Räume verfügbar gemacht werden, sondern auch das Maximum an Schnodderlingen oder Kreaturen erhöht werden. So, also in der Werkstatt können Kisten eingelagert werden, die ihr zum Bau von Arbeitsgeräten oder Fallen benötigt. An einem in der Werkstatt errichteten Bau-Umat kann ein Schnodderling arbeiten, um Kisten herzustellen.
Schnodderlinge konnten an den dortigen Arbeitsgeräten Werkzeugkisten herstellen, die für extravagantere Dungeon-Bauten erforderlich waren. Die muss man jetzt quasi manuell nochmal ergänzen, wie man hier sieht, ne? Es ist nicht so wie bei den anderen, sondern wir müssen jetzt hier den Bauomat hier mit einbauen, an dem dann die Kisten hergestellt werden. Packen wir mal in die Ecke hier. Zwei nebeneinander geht leider nicht. Müsste man noch ein bisschen ausbauen. Aber wahrscheinlich reicht es erstmal, wenn wir einen Bauomat machen. Das hier ist auch so groß. Diese Bösartigkeit hier unten. Wieso ist die denn hier noch angezeigt? Das verstehe ich nicht. Wieso ist die denn hier noch unten? Wenn die eh hier oben steht eigentlich. Es ist alles ein bisschen zu sehr zugekleistert. Ich hoffe, da kommt noch vielleicht der ein oder andere Patch, der das kleiner macht. So, wir sollen eine Bodenfalle erforschen. Und die muss dann wahrscheinlich gebaut werden mit den Kisten. Hier gibt es dann die Tür noch, wie man hier sehen kann. Dungeon-Schnodderlinge nochmal erhöhen. Das arbeitskräftehortende Böse hatte sein Maximum an Schnodderlingen erhöht und konnte nun auf noch mehr dieser arbeitswilligen Wesen zugreifen. Man sieht jetzt auch, wenn wir die nächste Stufe hier für die Kapazität pro Feld in der Werkstatt erhöhen wollen, dann muss man auf alle Fälle auch diese Bösartigkeit einsetzen. So, können wir mal eine Falle platzieren? Geht das hier? Kleine Stachelfalle. Ich habe aktuell... Wie viele Kisten habe ich denn aktuell? Sieht man das irgendwo? Wartet, bis eure Schnodderlinge drei Werkzeugkisten hergestellt haben. Das ist jetzt die Frage, ob ich irgendwo sehe, wie viele Kisten hergestellt wurden. Kann man die vielleicht hier irgendwo ablesen? So, da ist eine Kiste. Und die wird aktuell hier abgelegt. Ja, hier vorne ist sie jetzt. Ich habe hier irgendwas... Ach, ich habe die Bösartigkeit in der Hand. Deswegen wird das hier unten angezeigt. Jetzt sehe ich es erst. Deswegen. Ich habe das die ganze Zeit in der Hand. So, jetzt gucken wir mal. Kapazitätskistenmäßig 16 passen hier rein. Und wir haben aktuell nur eine. Das ist sehr enttäuschend. Triponato, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Sieht wie Dungeon Keeper aus. Ja, ist inspiriert. Aber jetzt schon der vierte Teil eigentlich jetzt von dieser Serie. Oh, wie sie sich hier durchgraben. Das ist anscheinend der direkte Weg, der uns hier angezeigt wird. Na, dann hoffe ich mal, dass hier demnächst noch ein paar Kisten da sind. Auch schön, dass man die Kisten wieder sieht. Hier liegen. Und die Frage ist, was kostet mich eine Falle, wenn ich die baue? Eine Kiste. Stachelfalle hier, die große, kostet mich 3. Schleimfalle gibt es auch noch. Ach schön. Das ist so gut. Die Bösartigkeit ist unten. Ja, jetzt musst du mir das nicht mehr sagen, Maverick. Das habe ich ja schon vor einer halben Stunde entdeckt. So, wir bauen eine große Falle. Komisches Gitter am Boden. Ich bräuchte noch die Pausetaste, ehrlicherweise. Ich als alter Mann. Mach mal hier die dicke, fette Falle rein. Muss noch aufgebaut werden von den Schnodderlingen. Stachel schießen aus dem Boden, was bei Gegnern zu unerfreulichen und unfreiwilligen Akupunkturanwendungen führt. Sehr schön. 5 mal 8 Schaden und 6 Sekunden um 5% langsamer. So, dann baut das mal schön fertig hier. Ah, gerade rechtzeitig. Und dann müssen unsere Leute natürlich, unsere Orks, hier vorkommen. Oh, da ist nochmal was. Dies würde es den gierigen Zwergen deutlich schwerer machen, das Gold aus der Schatzkammer zu tragen oder gar das Dungeon-Herz zu vernichten. Niemals. So, habe ich hier noch welche? 1 von 16. So, was ist das hier? Gnom ist ein großartiger Tüftler und hat gelernt, starke Bomben zu basteln. Dummerweise ist er leider nicht besonders stark, sodass er die Bomben nicht allzu weit werfen kann. Glücklicherweise gibt es in Dungeons 4 kein Friendly Fire, also ist es doch irgendwie okay. Schalten wir mal frei. Wir müssen den Gnom wahrscheinlich direkt rekrutieren dann, oder? Ja. Das heißt aber eigentlich, wir müssten unser Dings noch etwas... Wir können uns einen Gnom noch leisten.
momentan, weil noch ein Bett da ist. So, wir warten mal kurz ab, bis die hier durchbrechen. Ah, du bist ein bisschen hinten dran, Mavericks, mit dem Stream. Das ist ein bisschen Verzögerung hier von einer Minute oder so. Wenn du den Stream neu lädst. Da hat was meine kleine Goldausgrabungsstätte angebuddelt. Ah, schön. Kommen sie Schaden. Auch noch stinkende Orks. Deren Schädel taugen bestenfalls als Klopapierhalter auf dem Abort. Los, Jungs. Macht den Laden dem Erdboden gleich. Zwerge ja, wie kann man jetzt hier? In den Dungeon geöffnet. Wo sind meine Orks? Die Schmetterlinge führten sofort die Order 67 aus, wie es ihnen von Talia in so einem Fall aufgetragen worden war. Sie liefen also mit wild flatternden Armen durch den Dungeon. Zudem öffneten sie das geheime Fallenlager für das trickreiche Böse, um den Zwergen ein heißes Willkommen zu bereiten. Okay, ich habe jetzt mit der F2-Taste alle Kreaturen im Dungeon in die Hand genommen. Das ist wichtig. Habt ihr Zuckerpüppchen eure Milchfläschchen vergessen? Oder wie habt ihr es geschafft, gegen ein paar Orks zu verlieren? Aber gut, wir haben hier ja noch Verstärkung. Verstärkung? Vorwärts! Offensichtlich war die Gefahr durch die Zwerge noch nicht gebannt. Glücklicherweise hatten die Schnodderlinge in ihrer Freizeit ein paar Fallen hergestellt, die sie nur zu gern dem alles an sich reißenden Bösen zur Verfügung stellten. Oh, guck dir mal an hier, wie groß hier die Zwerge schon sind. Also, hinter den Türen der Zwerge kann man quasi keine Kreaturen abwerfen. So. Packen wir euch mal hier rein, da kommen schon wieder die nächsten Zwerge an. Ich hoffe, wir nehmen keinen Schaden von den Stacheln hier. Und dann gucken wir mal. 9 von 10. Ich glaube, wir sind jetzt relativ frei, hier noch ein bisschen selbst auszubauen. Und dann gucken wir mal. Bösartigkeit ist da. Wir brauchen auf alle Fälle noch ein bisschen mehr Kreaturen, würde ich sagen. Dass wir da noch ein bisschen upgraden. Hier zum Beispiel. Kreaturenanzahl wir bei 11. Wir haben hier noch den Goblin. Anscheinend der Dieb. Hinterhältig. Was man machen könnte, wären noch so Türen. Wenn wir schalten mal die Tür hier frei. Wenn wir jetzt eine Tür basteln. Und zwar eine Tür basteln, die wir... Kann ich denn die Tür basteln hier oben? Wenn wir die Tür nämlich jetzt hier oben basteln. So. Dann müssen sie hier erstmal stehen bleiben auf der Falle. Und die Tür einschlagen, bevor sie hier reinmarschieren wollen. So, und dann gucken wir uns mal ein bisschen um, was jetzt hier ist. Also hier gibt es einen Zugang hier oben. Steinwächter, Büro. Wir müssen 9 Fallen errichten. Echt jetzt? What? Vernichtet die Haupthalle der Zwerge. Ja gut. Bedürfnisse einer eurer Kreaturen sind beunruhigend hoch. In der Ereignisleiste erhaltet ihr Nachricht, wenn eine Kreatur anfängt wütend zu werden. Anscheinend haben wir zu wenig Gurus. Also auch hier müssen wir noch ein bisschen ausbauen jetzt. Jetzt kein Weg daran vorbei. Wir brauchen mehr Gurus. Wir brauchen auch mehr Schlafplatz hier vorne. Schlafplatz war das hier. So, dann die Gurus. Hier vorne, jetzt habe ich ein bisschen zu weit ausgegraben, aber ich glaube, das ist egal. Ich glaube, das ist egal. Sieht super schön aus, das Spiel, ja. Bin absolut begeistert, momentan noch zumindest. Solange ich nicht auf den Sack bekomme, ist alles gut hier. Und dann gucken wir mal ganz kurz. Dann schauen wir mal ganz kurz, wie jetzt hier die Effektivität ist immer noch 90%. Was wir jetzt mal machen ist, wir machen mal eine Holztür hier vorne rein und schauen mal, wie sich die Effektivität verändert. Müsste dann doch eigentlich auf 100 gehen. Wir gucken mal.
So, was ich auch gerne hätte, ist, da wir ja diese komischen... Ach, guck, da kommen schon die... Da kommen ja schon unsere Leute hier. Ich bin sicher, ihr könnt nur mit Mühe die Tränen zurückhalten, während ihr die nächsten drei anheuert. Später mag es euch möglich sein, diese Kreaturen auch wieder zu beleben. Was ist schon eine tote Kreatur, wenn es einen dem Ziel näher bringt, mich zu befreien? Wir haben jetzt die Tür nicht kaputt gemacht, ne? Ihr faulen Maden. Die Tür ist noch, ist sehr beschädigt aktuell, aber immer noch ganz intakt. So, was wir jetzt machen ist, wir werden mal hier oben noch ein bisschen, geht das ausbauen? Ah, hier sind lauter Bereiche, die nicht mehr ausgebaut werden können. Das ist alles so Festgestein hier. Das heißt hier vorne, das hier ist, wie groß ist das denn hier? Ich würde halt gerne noch irgendwo, ah, schwierig. Hier unten geht dann auch nicht mehr. Na gut, aber Kisten... Ach, da sind ja schon so viele Kisten da. Jetzt sehe ich es erst. Wir haben ja 17 Kisten schon. Okay, wir brauchen keine zweiten. Erstmal, das passt. So, jetzt gucken wir mal kurz hier rein. Guru-Effektivität 100%, weil wir die Tür haben. Und Kapazität ist auch da. Also, das sieht ja schon mal richtig gut aus. So, wir können noch zwei weitere Kreaturen uns holen. Wir haben momentan... Holen wir noch einen Naga und noch einen Bombenschmeißer und einen Ork. Vielleicht, dass wir den Ork noch ein bisschen ableveln. Ableveln. Upgraden. Stufe 2 kostet uns 50. Bösartigkeit 500 Gold. Berserkerwut. Mehr Schaden anrichten. Und für die Nagas... Mit 2 Reichweite erhöht. Was macht der Bombenwerfer? Hatte die Fähigkeit Kaboom frei. Okay. Ach, jetzt habe ich hier unten geklickt. Ich wollte gar nicht klicken, Mensch. Erhöht die Kapazität pro Feld. Habe ich noch gemacht hier. Wollte das eigentlich gar nicht anklicken. Hm, nun. So, die Guru-Farb kann man auch hier. Man muss gar nicht... Wir hätten eigentlich gar nicht die Räume ausbauen müssen. Wir hätten einfach hier nochmal ein Upgrade machen können. Genau. So. Schauen wir mal. Zahltag. Hier wird noch... Ihr könnt ja noch mal ein paar Fallen hier vorbauen, oder? Bevor wir uns dann zum... Die Falle zum der Schnodderlinge blitzte und glänzte. Bald schon würden nach Gold lechzende Zwerge sich daran die Zähne ausbeißen und auf ein rasches Ableben zusteuern. Benutzt die missionsspezifische Aktion, um eine Gratisfalle zu errichten. Das hier ist die Preview-Version, die Vollversion quasi, die heute Abend dann freigeschaltet wird. So, wir werden mal unsere Leute wieder hier platzieren, damit die hier schön stehen bleiben. So, und jetzt könnt ihr ja, genau, passt. So, ansonsten hier ausgebaut, brauchen wir nicht mehr Geld. Hier oben fehlt noch ein bisschen. Dann der Raum ist auch fertig ausgebaut. Wir können noch ein bisschen Geld abbauen hier. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist die Option quasi... Die Option, Wände zu bauen. Aktuell. So, also man sieht schon, ne? Die Kohle wird knapp. Das heißt, wir müssen ein bisschen Geld jetzt abbauen. Hier vorne sind noch drinnen 2100 Goldstücke. Wir sind am Maximum angekommen. Und wir müssen jetzt einfach mal mit unseren Truppen dann hier vorlaufen. Der Punkt ist, kann ich denn noch mehr Kreaturen mir holen? Dämonen kann ich ja noch nicht freischalten. Das heißt, wir sind schon am Maximum angekommen mit 11 Einheiten. Mehr geht aktuell nicht. Das heißt, wir werden einfach mal hier noch ein bisschen dann die Einheiten verbessern. Sobald etwas Geld da ist. Aber wir brauchen erst die Kohle. Wir holen uns erst noch ein bisschen Geld. Hier oben, hier ist noch Geld. So. Hier runter noch Geld. Ah, da liegt noch ein... Oh, da ist sogar eine
Da können wir nochmal eine Schatzkammer machen hier. Da lässt sich nochmal eine schöne Schatzkammer machen. So, hier vorne wird ausgebaut. Wunderbar, das Gold können wir noch mitnehmen hier. Und hier steht jetzt 1 von 9 Fallen errichtet. Also wir müssen auch noch diese Fallen machen hier. Was habe ich denn noch für eine Option für Fallen? Sägefalle, benötigt aber die Forschung. Schubserfalle. Karussellfalle, kosten alle Schweine viel Geld. Oder hat sich ein Schnodderer, hat sich hier hoch zu den Zwergen verirrt. So eine Schleimfalle wäre mal ganz schön. Mach mal so kleine Fallen, damit wir hier auf die 9 kommen. Und 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Dann Forschung gucken. Schaltet alle Bodenfallen auf Stufe 2 frei. Alle einfachen Falle auf Stufe 1. Ja, okay. Wir brauchen ein bisschen Geld momentan. Ach, hier oben sieht man übrigens auch die Kisten und die Gurus. Dann muss man nicht immer zum jeweiligen Ort laufen. So, hier vorne. Boah, das ist gar hier 9-mal hier Schatz. Sehr schön. Das heißt, wir werden hier eine Schatzkammer hinterlegen. Wir machen hier vorne eine schöne Tür auch noch rein. So. Und die Tür müsste doch eigentlich noch die Effektivität auch erhöhen dann, oder? Also vielleicht, wir können jetzt aktuell hier 2400 lagern. Jetzt wenn die Tür gebaut ist, jetzt die Frage, ob wir dadurch noch mehr lagern können oder ob es da wirklich nur um den Abbau geht, dass schneller abgebaut wird. Oh, wir haben hier vorne, wir sind, ich dachte eigentlich meine ganzen Leute sollten alle automatisch immer angreifen hier. Die bohren anscheinend lieber in der Nase. Warten wir mal ab, bis die Tür gebaut ist. Würde ich gerne mal anschauen, dass wirklich nur der Abbau ist. Oder ob wir die Kapazität mit einer Tür auch nochmal erhöhen können. So, hier eine schöne Schatzkammer, da buddeln sie alle schon sehr schön, da kommt die Kohle rein. Wunderbar. So, jetzt wird hier gebaut, wir gucken mal. 2400. Okay, hat er anscheinend, also kapazitätsmäßig, egal ob eine Tür drin ist, nur effektivitätmäßig ist es was für den Abbau dann. Nur mit dem Spielmenü kann ich pausieren. Ah, okay. Müsste nämlich kurz mal Pinkelpause auch machen. Bevor wir dann angreifen. Wir haben 7 von 9 Fallen. Ich plane nochmal 2 Fallen ein. 2 hier oben. Und drück mal auf Escape. Und wir machen mal kurz Pinkelpause. Und dann geht's weiter. Ah, was für ein fantastisches, schönes Spiel. So, dann bauen wir noch die 2 hier. Schatzkammer ist, was? Um eine Goldader ist voll. Das ist korrekt. Jawohl. Wir haben halt jetzt ein bisschen Verzögerung durch eine Tür, weil sie die Tür erst öffnen müssen. Das ist ein bisschen schade, aber so ist es halt mal. So, mehr kann ich jetzt hier nicht holen. Die Gurus 21 sind da aktuell fantastisch. Bösartigkeit ist da. Ich glaube, wir sind dann auch gerüstet, sobald wir die Fallen hier gebaut haben. Ah, sehr schön. Dass wir mal mit unseren Leuten hier vorlaufen, oder? Vernichtet die Haupthalle der Zwerge. Ich werde mal kurz vorher abspeichern. Hammer Time. Und dann schauen wir uns das mal an. Haupthalle, keine Ahnung, was die Haupthalle ist. Das hier vielleicht. Dann werden wir mal alle aufnehmen. Und packen die jetzt alle hier runter. Werden gleich mal gebrutzelt. Ich kann die halt jetzt nur dahingehend quasi hier zum Angriff bewegen, meine Leute, indem ich was anpatsche quasi. Also wenn ich den Gegner anpatsche, dann wird der als Hauptziel gewählt hier. So, wir werden gut geheilt, immer sehr schön. Frage ist, kann ich denn hier vorne jetzt die Einheiten, jetzt habe ich den aufgenommen, nee. Also so Spezialaktion kann ich jetzt aktuell gar nicht ausführen. Ja, jetzt, ihr müsst eigentlich schon, wieso geht er nicht weiter, Leute?
Wäre schon ganz gut, wenn er hier weitergeht. So. Also hier im Dungeon das zu steuern ist ein bisschen schwieriger wie auf der Oberwelt, wo du die ja direkt steuern kannst. Oh Gott, was explodiert denn hier alles? Kümmert euch mal um den Zwerg hier, der hier schießt. Sehr gut. Oh, jetzt haben sie anscheinend Hunger, wenn ich das richtig sehe. Der eine Zwerg hier, der eine hier vorne, nehmt euch mal wieder auf. Steht noch einer rum. So. Haben die das geklaut jetzt von oben? Von den Zwergen geklaut? Die Kisten? Oder ist das ab... Ich glaube, das ist eher herausgefallen. Ich glaube, das ist eher herausgefallen, als wir Sachen kaputt gemacht haben. Du kannst, glaube ich, maximal deine Kaserne nahe der Gegner räumen. Ich dachte eigentlich in dem Vorgänger. Das kann aber auch ein anderes Spiel gewesen sein. Kann man irgendwie so eine Fahne, hatte man eine Fahne oder so, die man irgendwo hinsetzen konnte. Und dort war quasi dann so die, der, das Wachgeschehen ist. Was ist denn hier los? Jetzt kommst du mit den Ziegen an. Ein Ziegenreiter kommt hier an. Zwei Ziegenreiter und zwei Pyro-Leute. Bin ich mal gespannt, wie unsere Dinger hier funktionieren. Oh, schön verlangsamt hier auch. Perfekt. Aber dieses Ding hier funktioniert irgendwie gar nicht. Die Schleimfalle. Ach, der macht die nur langsam. Ich dachte, der macht auch Schaden. Ah, schade. Der macht die nur langsamer. Das heißt, man müsste eigentlich Stichfalle, Schleim, Stichfalle, Schleim machen. Damit man die immer schön verlangsamen kann. Das ist dann eigentlich der Plan hier. So, einmal mal, wir schmeißen mal alle rein hier. Guter Punkt mit dem Gedrückthalten der rechten Maustaste. So, es sind ja immer noch 11, also wir haben gar keine Kreatur jetzt verloren. Dungeon wird gekämpft, das passt. Und dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Wir müssen jetzt auch nicht sonst noch irgendwie was großartig freischalten oder so. Und dann gehen wir mal Richtung Haupthalle. Wahrscheinlich wird das hier die Haupthalle sein. Oder das hier. Das ist der Aufzug. Das heißt, wir müssen hier durch. Und dann entweder... Nee, wir können eigentlich nur hier durch. Hier hoch und dann hier rein. Ich liebe dieses Design. Das ist so schön schnuckelig. Können wir mal ganz kurz gucken. Also die Leute sind aktuell noch am Essen. Das ist schon ganz ordentlich, das passt. Und wenn die wieder ganz den Hunger gestillt haben nach der schweren Arbeit jetzt hier. Es ist Zahltag. Ach, jetzt holen sie sich auch noch den Sold. Dass sie sich den auch immer selbst holen müssen noch, ne? Aber kein Problem. Kein Problem. So, wir können noch ein bisschen hier durchgraben. Ein bisschen Gold mitnehmen. Wobei hier vorne genügend Gold eigentlich ist. So, kann man eigentlich erkennen, ob die Kreaturen jetzt alle wieder fit sind? Also, oder ob die irgendwelche Vorlieben noch haben? Nah- und Fernkämpfer? Im Kampf? Also ich denke mal, die gelben Balken und grünen Balken, wenn die aufgefüllt sind, ist alles gut. So, also, dann setzen wir euch nochmal hier ab. Ach, jetzt kommen hier nochmal welche. Ja, dann macht doch gleich mal den Kampf hier vorne. Man sieht ja auch, die sind jetzt nicht so stark, die Einheiten. Wir können uns jetzt quasi, wir können uns nicht hier absetzen, weil hier noch eine Tür ist. Wir können uns nur hier vor der Tür absetzen. So ist das Spielprinzip aktuell. Bin gespannt, wie lange solche Games, immer sehr kurz vor, wie lange die 4 geht, obwohl ich sie in die Länge ziehe. Naja, der Punkt ist ja,
Der Punkt ist ja, wir spielen jetzt aktuell die zweite Kampagnenmission. Und haben wir aber jetzt auch schon wie lange gespielt? Ja, wahrscheinlich eine Stunde oder so. Von daher zumindest die Kampagnenmission hier inklusive Tutorial ist schon ganz entspannt jetzt momentan. Da ist schon etwas Zeit drin auch. Man muss ein bisschen aufpassen beim Hinschmeißen, sind die etwas betäubt hier. Die guten Horde-Orks. So, dann gehen wir mal Richtung Herz. Dann schließen wir das hier ab. So. Oder sind jetzt nochmal einfach Zwerge gespawnt, die hier sind? Oder sind das die Arbeitszwerge hier? Ich glaube, das sind die Arbeitszwerge. So, da sieht man ein bisschen jetzt hier, wie sie Schaden genommen haben, was aber okay ist. Forschung kann man ja nochmal hier die Orks ein bisschen stärken und euch stärken. Genügend Geld ist ja mittlerweile da. Und wehren kann sich der Gegner momentan auch nicht mehr. Also es ist schon schön, wenn man so eine indirekte Steuerung hat. Das ist schon ganz schön. Die Zwerge waren, ja, dann kommt man sich ein bisschen so wie ein Overlord auch vor. Frieden rieb sich die Essenz des absoluten Bösen, seine unterentwickelten Greifwerkzeuge. Das alles vernichtende Böse hatte den Ausgang erobert. Damit stand seinen Truppen der Weg an die Oberfläche offen. Okay. So, betrete die Oberwelt. Wir bringen mal unsere Leute wieder zurück. Die können sich ein bisschen erholen, bevor wir dann an die Oberwelt gehen. Hier vorne liegt noch ein riesiger Schatz, den wir mitnehmen. Wir können aber hier zumindest aktuell, na gut, das hier können wir nicht abbauen, weil das alles festes Gestein ist. Aber zumindest könnte man sich zum Beispiel hier ein bisschen durchgraben Richtung Gold hier, wenn das noch notwendig ist. Aber wahrscheinlich muss ich sowieso einfach nur noch hochgehen Richtung Oberwelt. Ich denke mal, wir kommen dann hier raus und müssen uns dann durchschlagen bis hier hoch, bis zum Hammer. Ja, also das sieht man schon, so ist quasi der Aufbau hier zwischen Unter- und Oberwelt. Ich weiß gar nicht, in Dungeon Keeper im Original gab es keine Oberwelt, oder? Ich habe da gar keine Erinnerung mehr. Können wir noch was freischalten? Heilung von Horde-Kreaturen im Hideout. Goblins. Ja, ich habe halt eh schon 11 von 11. Mehr brauchen wir nicht. Mehr Lebensenergie zum Regenerieren. Noch ein bisschen mehr Schatz an. Aber wir haben schon ganz gut. Wir haben schon ein bisschen bisschen ausgebaut hier. Das passt schon. Gab's nicht? Ne, okay. Release ist heute Nachmittag. Ich glaube um 6. Um 5 oder um 6. Ja, das hier ist die Preview-Version. Wir aktuell spielen. So, dann schauen wir uns mal ganz kurz an. Die schauen ja wieder ganz gut aus. Ich wünschte noch eine Anzeige, ob jetzt jemand Hunger hat. Hier schlafen ein paar. Zahltag. So, jetzt stehen wahrscheinlich dann alle auf, um sich das Geld zu holen. Das Gold natürlich, meine ich. Und dann werden wir euch mal alle packen und nach oben verfrachten. Vorne wird immer noch abgebaut. Also da haben sie schon eine große Goldmine hier reingesetzt, damit man einigermaßen auf der sicheren Seite ist. Damit einem die Kohle nicht ausgeht. Gut. Ja gut, also einer schläft. Einer isst noch, da ist auch noch einer am Essen, am Schlafen. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt so schlimm ist, wenn man die dann irgendwie unterbricht oder so. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die dann wieder gleich wütend werden. Aber wir packen jetzt mal alle und hauen alle hier rein. So. Die Kreaturen und jetzt können wir die nämlich direkt auswählen. Etwas, als sie in das gleißende Licht der Sonne genau traten. Endlich konnten sie nicht nur die langweiligen Gänge des Dungeons, sondern auch die satten grünen Wiesen der Oberwelt verwüsten.
So, wir selbst können ja aktuell nicht eingreifen. Wir haben ja keine Heldeneinheit momentan zumindest. Und sie sind auch noch einigermaßen stabil, ne? Wir werden ja auch ganz gut geheilt hier. Wir müssen das Heldenlager, das muss zerstört werden. Damit hier wahrscheinlich keine neuen Einheiten raus spawnen. Da ist ein kleiner Bub oder ein großer Bewohner. Da, oh, da vorne sind noch Kreaturen hier. Die können wir uns auch noch holen. Das grauenhafte Böse hat so, wir gehen mal hier rüber. Oberwelt zerstört. Die geschlagenen Helden liefen weinend davon und versuchten sich hinter noch höheren Mauern zu verschanzen. Nodone, einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Dann kommen wir jetzt vielleicht über unser komplettes Limit hinaus, wenn wir die noch befreien. Ein Käfig wurde zerstört und Kreaturen befreit. Ich liebe diese Stimme, die ist so... Der rollt auch immer sein R so. Und so ein richtig schöner Erzähl-Opa hier. Oh, eure Horde Kreaturen hat keinen Platz im Versteck gefunden, um ihr Lager zu errichten. Ja, weil wir halt keinen Platz mehr haben, ne? Das ist der Punkt. So, wir gehen mal weiter. Wir sind ja noch relativ gut aufgestellt. Weiß nicht, was ist das Gelbe? Der gelbe Balken. Was macht der gelbe Balken? Ist das Mana oder was ist das hier? Ist die Energie, die er noch hat, oder? Die Orks, die haben jetzt gar nichts. Hat Hunger. Vielleicht weiß das einer von euch. So, da sind die garstigen Zwerge. Ich bin ja eigentlich großer Zwergenfan, aber nicht in diesem Spiel. Hier werden die garstigen... Och, du meine Güte, Megabombe geschmissen, die Zwerge. Werden die garstigen Zwerge vernichtet. Genauso die unbeteiligten Dorfbewohner, die einfach nur herumstehen und nichts tun. Oh, oder waren die Bomben kaboom? Ach, das sind von meinen Gegnern, von meinen Einheiten hier, die Bomben. Ich dachte, das sind die Zwerge, werfen die Bomben. So, Heldenlager ist schon ganz schön zäh. Das niederträchtige Böse hatte ein weiteres Lager der Helden vernichtet. Die so sieht's aus. Die Überlebenden nahmen lautschreiend die Beine in die Hand. So sieht's aus. Da vorne sind nochmal ein paar Leute. Weiß nicht, was mit denen passiert, wenn wir neue Leute befreien. Was dann mit denen passiert, wenn wir die nicht aufnehmen können. So, wir warten kurz, bis unsere Einheiten geheilt werden. Also hier, der Ork hat jetzt zum Beispiel die Hälfte nur noch seiner gelben Linie. Kann es sein, dass man das braucht für die Spezialeigenschaften? Orks mögen Zwerge am liebsten gut durchgebraten. Bin großer Zwergenfan. Also wenn es in einem Spiel die Möglichkeit gibt, Zwerge zu spielen, dann mache ich das sehr gerne. Aber jetzt hier, dadurch, dass wir so ein garstiges Böses spielen, ist es auch ganz okay. Ein Käfig wurde von euren Kreaturen zerstört. So, weiter geht's. Auf und davon. Ich muss die Baupläne schützen, Schnuckelchen. Am Ende bauen uns die Orks hier noch vernünftige Maschinchen. Na denn, halt die Ohren steif, man sieht sie. Brünnhild, was soll das? Ich dachte, deine Zwerge werden mit so ein paar Orks spielen fertig. Probleme, Brüderchen. Oh, verzieht sich. Schade. Ich hatte eigentlich schon geplant, mir ein Teeservice aus Zwergenschädeln zu machen. Talia. Deine Boshaftigkeit kennt für wahr keine Grenzen. Diese Zwerge sind Teil der Allianz der guten Völker. Du warst damals ebenfalls Teil dieser Allianz. Okay, also durch ein Portal mal wieder verschwunden. So, sieht ja ganz gut aus. Schlafplatz kann ich vergrößern, aber die maximale Anzahl an Einheiten ist begrenzt durch die Forschung.
Ja, maximal jetzt hier 11 Einheiten nur. Der Weg theoretisch, ich gucke lieber nochmal, bevor ich hier Quatsch erzähle. Die schlotternden Helden machten sich bereit. Theoretisch hätten wir nämlich hier unten doch noch Platz dann, ne? Da wäre ja eigentlich noch Platz hier unten. Also es geht hier unten nur darum, dass dann alle einen Schlafplatz haben. Aber wie viel du an Bevölkerung haben kannst, legst du über die Forschung fest. So habe ich das verstanden. Ich habe hier unten eine Einheit vergessen. Oh, guck mal. Der kleine Lalpi hier. Der ist hier eingesperrt. Der kommt nicht raus. Der musste eigentlich nur außen rumlaufen. Der Arme. Komm, wir bringen den noch hoch. Der kleine Lalpi. Wieso hat der eine Schleife über der 1? Stark gegen Zwerge. Stark gegen Gebäude ist er. Haben die anderen auch Schleifen? Ach, das sind jetzt auch hier. Ja, das sind jetzt hier die wir noch gar nicht freigeschaltet haben. Die könnte man noch kurz freischalten, weil wir bestimmt genügend Kohle haben hier. Dann bekommen sie nämlich auch den Bonus noch. Die Schurken. Vor allem in Kombination anscheinend mit Berserker-Einheiten hier. Gut, dann los geht's. Weiter geht's. Wir bringen viel zu viel Zeit im Tutorial hier. So. Rein spaziert in die gute Stube. Da sind die restlichen Zwergenlumpen. Auf geht's. Kann man eigentlich mit Steuerung 1 irgendwie das dann... So, alle mal zusammenbleiben, jetzt nicht durcheinander laufen, Leute. Das ist ja Quatsch. Das ist mir auch die liebste Taktik immer. Das hat in Command & Conquer ja immer schon ganz gut funktioniert. Einfach einen riesigen Batzen an Einheiten nehmen und auf den Gegner schmeißen. Das ist das, was wir machen. So, oh, das sind Schäfchen hier vorne. Guck dir das an. Ja, Hammer wird zerstört. Kabum! Mission abgeschlossen. Die zwergische Gerätschaft ging spektakulär in Flammen auf. Dies war kurios, da die Kreaturen lediglich mit Waffen auf das Ding einschlugen. Aber gut, vielleicht waren hordische Waffen ja aus Feuerstein gefertigt. Doch seltsam, ja. Ablenkung durch zwergische Erfindung waren Talia und ihr Stiefbruder Tristan aus dem Fokus des gerne Dinge zerstörenden Bösen geraten und nun bereits über alle Berge. Mit einem imaginären Seufzen sah sich das herumwabernde Böse noch einmal um und nahm dann die Verfolgung auf. Der Weg führte in die Höllenwälder, ein unheimlicher Ort, der von den dämonischen Kreaturen der Unterwelt beansprucht wurde. Oh, ich habe eine Mission nicht erfüllt hier. Töte in Hammertime zweite Runde 10 Helden mit Fallen. Okay, anscheinend waren wir ein bisschen zu schnell hier. Was? Ich trinke Blut natürlich. Frisch gepresst hier aktuell. Ein bisschen verdünnt mit Wasser, damit es auch schön rausflutscht aus dem Glas. Natürlich. So, die Höllenwälder. Talia wurde von ihrem Stiefbruder Tristan tiefer in die Lande verschleppt. Sie passierten die Höllenwälder, eine Brutstätte der Dämonen. Oh, sehr schön. Absolviert die Höllenwälder auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad, besitzt Höllenwälder ein Arcanium mit 100 Effizienz. Töte in Höllenwälder 20 Helden mit Zaubern. Okay. Schön. Im Untergrund der Höllenwälder machte sich Talias Stiefbruder Tristan an den Überresten eines vergessen geglaubten Dungeons zu schaffen. Doch die Schergen des dämonischen Bösen waren ihm dicht auf den Fersen und schlugen sich ebenfalls durch den Untergrund. Tristan blieb nichts anderes übrig, als den Rückzug anzutreten. Meine Brüder! In euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen. Zum dritten Mal.
Tristan, du nichtsnutziger Schwachkopf! Kannst du nicht endlich mal die Klappe halten? Oder dir endlich mal eine andere Rede ausdenken? Das ist so... Hey! Hey, sind das meine Armeen des Bösen? Hierher! Holt mich hier raus, damit ich meinem Stiefbruder höchstpersönlich in den Hintern treten kann! Los, macht sie fertig! Gebt ihnen den Rest! Drückt ihnen eine vom Verfallsdatum her abgelaufene Torte ins Gesicht! Niemals! Die Macht der Magie durchströmt mich! Eine magische Barriere wird diese Kreaturen in Schach halten! Tatsächlich schien dieser Tristan etwas von Magie zu verstehen. Seine magische Barriere war für herkömmliche Angriffe undurchdringbar. Bei Magie allerdings sah die Sache anders aus. Das spruchbuchwälzende Böse machte sich flugs im Untergrund daran, dieses Problem anzugehen. So, Dämonen essen sehr gern viele Gurus und wollen sich am Zahltag ihren Sold abholen. Damit das nach Mana lächelnde Böse auf Magie zurückgreifen konnte, musste es sich zunächst mit den Dämonen auseinandersetzen. Es ergab durchaus Sinn, einen Vortex errichten zu lassen, um dämonische Kreaturen unterbringen zu können. Okay. Wunden verschließen sich bei Dämonen nach einiger Zeit von selbst, solange sie sich nicht im Kampf befinden. Wird ein Dämon getötet, kann er an einem Portal im Vortex gegen Bösartigkeit wiederbelebt werden. Existiert kein Portal, ist der Dämon unwiederbringlich verloren. Also, was haben wir denn hier? Wir haben hier schon ein bisschen Schatzkiste. Das hier vorne ist das Gewölbe der Bösartigkeit, ist schon gebaut worden. Sehr schön. Hier oben. Ah, hier oben sind die Dämonen. Gehören die dann zu uns jetzt schon aktuell, oder? Ja. Keine Ahnung, was das für Typen an Dämonen sind. Es gibt jetzt keinen Eingang, Heldeneingang, ne? Also wir haben wahrscheinlich wieder alle Zeit der Welt. So, wir machen mal hier vorne den Platz. Wieder einmal ausgraben, ihr Schnodderlinge. Macht euch an die Arbeit, ihr Lumpen. Das sieht noch aus, als wäre hier vielleicht eine Goldader irgendwo. Hier vorne ist auch ganz viel Gold und Mana kann man auch abbauen. Jetzt sehe ich es erst. Aha. Gehören denn die jetzt hier zu mir? Hoppla. Kann ich die jetzt hier aufnehmen? Ja. Purgatorium heißt der. Ach, schön. So, dann lassen wir euch mal arbeiten. Wir können ja trotzdem hier schon weiterarbeiten lassen, um noch ein bisschen Gold einzusammeln. Aber die Kiste hier, die ist eh schon voll. Momentan zumindest. Wir haben 12 Schnodderlinge, aber nur 6 von 8 hier. Können wir da schon upgraden? Ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen im Spiel. Wir haben auf alle Fälle jetzt nicht den normalen Hordebaum. Also, Kreaturen Maximum erhöhen für ein bisschen Kohle. Vortex werden tote Dämonen gegen Bösartigkeit zurück ins Leben geholt. Je mehr Portale im Vortex vorhanden sind, desto mehr Dämonen können gleichzeitig wiederbelebt werden. Dann hier ist der Imp, missverstandene Wesen, die sich eigentlich nur zu gern den schönen Künsten widmen würden. Leider interessiert das den Rest der Dämonen überhaupt nicht, sodass dieser Wunsch unterdrückt bleiben muss. Dies führt zu Wut und Hass und naja, sie wissen, wie das läuft. Jedenfalls sind Imps heimtückische Feuerbälle spuckende Dämonen mit beeindruckender Reichweite auf einzelne Ziele. Und dann gibt es hier doch die Feurigen, es sind Kreaturen direkt aus dem Höllenfeuer entstiegen. Ihr golemartigen Körper besteht aus Magma und flüssiger Lava. Dann das Arcanium, Mana lagern. Und Glotzer sind fliegende Augendämonen, die aus markenschutzrechtlichen Gründen lieber Dinge anglotzen, als sie zu betrachten. Oh, sehr schön. Richtig gut. Dann Zauber unter einfache Zauberfallen, dämonische Portalressource erschaffen, verlangsamen Stornaura, Fledermausschwarm. Dann könnt ihr selbst zaubern, wenn wir das machen hier. Ah, ich liebe diese kleinen Speerspitzen, die es immer gibt hier. So gut. So, bisschen hurtiger ihr Lumpen. Hör auf mir zuzuwinken. Grabt aus. Mensch, wie lange dauert das denn hier bei euch? So, wir erforschen den Vortex. Ich bin jetzt noch etwas unschlüssig. Arcanum wird zum Magielagern verwendet. Und der Vortex wird zum Zurückholen von Dämonen genutzt. Das heißt, Dämonen brauchen keinen Schlafplatz. Kann das sein? So, einmal bitte aufmachen.
Vortex errichten, jawohl, Guru Farm errichten, Mana Schrein errichten. Gab doch, sehe ich hier irgendwo noch meine Voraussetzungen hier? Vortex, nee, Arcanium 100% Effizienz. Und das Arcanium ist, kommt da immer so durcheinander hier, ist der Mana-Speicher, genau. Das heißt, beim Mana-Speicher brauchen wir eine Tür. So, hier werden automatisch dann Portale errichtet, hier drin. Und dann wird er hier rein teleportiert. Das ist nur ein Portal hier, das ist aber wenig. Dort fanden angeheuerte Dämonen einen Unterschlupf und warteten nach einem unvorhergesehenen Ableben darauf, gegen Bösartigkeit wiederbelebt zu werden. War so ein großer Raum und nur ein Portal hier. Wahnsinn. Der Untergrund war stellenweise durchzogen von Mana. Abgegraben konnte dieses genutzt werden, um Zauber zu wirken. Das Mana sich... Männer, haltet stand! Es mag ein Tag kommen, an dem der Mut uns verlässt, aber das ist nicht dieser Tag. Nein! An diesem Tag kämpfen wir! Ja! Bei allem, was euch lieb und teuer ist auf dieser guten Erde, rufe ich euch auf, kommt ihr in den... Ach, die kommen von hier! Brüder des Königreichs, lasst uns den Dungeon in Schutt und Asche legen! Kommen die von hier? Die kommen doch gar nicht weiter! Ach, diese Rede hast du doch geklaut! Das habe ich so ähnlich schon mal gehört. Das tut nichts zur Sache. Diese Worte haben meine Männer inspiriert. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Aber schwächer als eine hordische Streitaxt. Nur schade, dass ich bei dem Spektakel nicht dabei sein kann, sondern in deinem dämlichen Käfig stecke. Wenn die hier reinkommen, die kommen doch gar nicht irgendwie rüber. Die müssen ja erst Brücken bauen hier. So, was macht ihr jetzt mit den Sachen? Die werden hier vorne, Mana wird hier vorne gelagert momentan. Also, wir erforschen Dungeon 2 für mehr Schnodderlinge und für die Werkstatt, die wir brauchen. Soll ich hier vorne, soll ich die Werkstatt bauen? Echt jetzt? Ich dachte eigentlich, hier kommt so ein Arcanium rein. Na gut. Oder wir machen das Arcanium hier vorne rein. Das wäre natürlich auch ein schöner Platz für Mana-Speicher, oder? Ich glaube, das wird immer dort gelagert, wo auch vielleicht in angrenzenden Feldern ein bisschen Mana ist. So, fertig. Wir können wieder mal eine Einheit platzieren. Also für zwei Einheiten reicht dieses 5x5 nicht. Aber das ist auch okay. Wir haben ja gesehen, wie unfassbar schnell diese Kisten produziert werden können. Wir brauchen auf alle Fälle eine Guru-Farm noch. Die Frage ist, müssen wir auf das Tutorial warten oder können wir das auch einfach so machen? Uiuiui, ist hier viel Zeug. Ach, jetzt kommen hier, Moment mal eben, jetzt kommen hier die Angreifer schon. Wo kommen die denn jetzt her plötzlich? Mensch. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Von welcher Seite? Sind die hier drüber geschwebt? Weil ansonsten ist ja hier kein Zugang. Türen im Dungeon sorgten nicht für weniger Zugluft, sondern konnten Helden und andere Feinde kurzzeitig aufhalten. Zudem steigerten sie die Effizienz von Räumen. Es machte also Sinn, einen Produktionsraum mit einer Tür abzuschließen. Also, wir haben ein paar Einheiten jetzt hier verloren. Da kommt eine zurück. Echt wenig. Dieses eine Portal hier. Na gut. 7 Werkzeugkisten müssen wir herstellen. Und dann sollen wir Türen machen, oder was? Eine Tür? Ich weiß halt noch nicht, wo die herkommen jetzt. Wir müssten ja irgendwo von hier... Was ist das hier? Was ist... Ist das hier die Oberwelt? Also, das hier ist die Oberwelt tatsächlich. Aber das heißt, sind die denn hier über diese Lava gekommen? Dann könnte ja mal theoretisch ja irgendwo... Keine Ahnung. Also das Spiel will wahrscheinlich hier irgendwo, dass wir eine Tür bauen. Wir gucken mal.
Und ansonsten, ich hätte jetzt fast gesagt, wir machen uns noch eine Guru-Farm. Freischalten von Horde kann ich ja gar nicht machen. Das heißt, für wen ist die Guru-Farm gedacht? Brauchen unsere Imps vielleicht was zu essen? Sieht zumindest jetzt nicht so aus. Dude. Kann es sein, dass dann die trotzdem hier noch reinkommen? Ach, die werden... Ah, die nutzen alle ein Portal. Das heißt, über kurz oder lang werden die dann wiederbelebt. Das heißt, wenn wir zwei oder drei Portale haben, dann geht das Wiederbeleben etwas schneller. Ich habe jetzt noch zwei Tote, oder? Ja, jetzt der eine ist wieder da. Jetzt ist noch einer da. Der kommt jetzt noch. Das heißt, es dauert nur länger, wenn du nur ein Portal hast. Gut, wir haben jetzt drei Werkzeugkisten. Können wir mal die Tür schon freischalten? Die Tür kostet uns einen Punkt. Wir machen mal die Tür hier oben ran. So. Und dann würde ich sagen, wenn wir schon ein Arcanum auch bauen sollen, dann machen wir das doch, oder? Hier oben Arcanum. Geht leider nicht. Hier darf kein Raum gebaut werden. Oh. Ja, wir müssen ja sowieso an die Oberfläche, bevor wir an die Oberfläche gehen. Wir warten mal das Tutorial ab. Nicht, dass ich wieder irgendwas kaputt mache. Die Dämonen essen auch Gurus. Ah, okay. Aber bisher hat sich irgendwie noch keiner beschwert, dass er Hunger hat. Deswegen wundert mich das. Die erste Tür zierte nun den Dungeon. Das grandiose Böse erhöhte damit nicht nur die Effizienz von Räumen oder die Feinde kurzfristig auf, sondern es konnte auch Türen abschließen, um Bereiche für seine Untergebenen abzuriegeln. Kann ich den Türen... Ah, mit Rechtsklick kann man Türen abschließen dann. Find schön, wie man hier immer so nett angesprochen wird. Das absolute Böse. Das schnodderige Böse. Na gut, wir warten mal, bis die 7 Werkzeugkisten da sind. Ist es ja egal, wo man so eine Mana-Dings macht. Ne? Könnte man ja theoretisch vielleicht sogar hier machen, hier vorne. Ist auf alle Fälle ganz schön viel Mana. Können wir mal abspeichern zwischendurch. Ich habe sehr wenig gespeichert heute. Ganz untypisch für meine Verhältnisse. Welche Hand findest du nervig? Die, die immer so nachläuft hier? Mir ist die gar nicht so richtig aufgefallen. Mir ist die gar nicht so aufgefallen. So, wir machen eine Tür hier vorne rein. Für die hundertprozentige Effektivität. Und ich weiß gar nicht, ob das Spiel auch Mod-Support anbietet. Also vielleicht wären so zwei Mods wären dann ganz gut. Ein Mod wäre, dass die UI ein bisschen kleiner wird. Und die zweite Mod wäre dann, dass für den Vagrant dann, dass die Hand weg ist. Und die dritte wäre vielleicht, dass man noch etwas weiter rauszoomen kann. So, wir bauen hier vorne ein Arcanum. Inklusive Mana-Schreine. Ah, 7 Stück. Ach, deswegen brauchen wir die 7 Werkzeugkisten jetzt, ja. Also Mana einlagern. Mana wird für dämonische Zauber verwendet. Jedes Mal, wenn ihr einen Zauber wirkt, werden euch die Mana-Kosten direkt aus einem Arcanium abgezogen. Nur eingelagertes Mana kann für Zauber genutzt werden. An einem Mana-Schein im Arcanium kann ein Schnodderling arbeiten und dabei Mana produzieren. Ja, wir haben so viel Mana, eigentlich bräuchten wir das nicht, aber wir bauen trotzdem den Mana-Schein. Eure Feinde sind im Dungeon. Ein bisschen kleiner jetzt hier. So, Feinde sind im Dungeon. Können wir mal. Ach, guck, die können. Ah, die können durchs Lava
Gebiet laufen, aber nehmen dann leichten Schaden. Ah, jetzt wird ein Schuh daraus hier. Eine eurer Kreaturen ist so. Ach guck, tatsächlich, die sind tatsächlich hungrig hier. Das heißt, wir werden uns auch mal um eine Guru-Farm noch kümmern, damit die schon mal ausgebaut wird. Am besten irgendwo vielleicht hier oben. Ich mach mal hier oben eine Guru-Farm hier. Während momentan müsste aber jetzt hier euch noch um die kümmern. Liebe Leute. Nee, Moment mal eben hier. Alle hier oben angreifen. Die Frage ist, wie bekomme ich denn jetzt noch neue Kreaturen dazu, Mensch? Wir brauchen noch ein paar Kreaturen. So, und dann werden wir hier oben wahrscheinlich auch noch ein paar Fallen machen. Was wir halt nicht haben, sind jetzt hier die Heilcharaktere. Und das merkt man jetzt bei den Dämonen schon ordentlich hier. Das hier ist ein Arcanium. Ach so. Aber da... Ach so, ja gut, dann wird... Ein Arcanium war von den Schnodderlingen des nicht Hogwash besucht habenden Bösen errichtet worden. Ist okay, ist okay. Sollte einer dieser possierlichen Arbeiter die Zeit finden, würde hier fortan Mana hergestellt werden. So, wir brauchen noch die Guru-Farm. Ich meine, momentan muss ja überhaupt kein Mana hergestellt werden. Weil so viel an Mana herumliegt. So, die Tür ist wieder da. Wir müssen noch Fallen machen jetzt dann, ne? Oder freischalten, besser gesagt. Fallen freischalten kostet uns 1000 Goldstücke. Oh, da wäre gerade freigeschaltet. So, hier vorne Guru-Farben. Wir gucken mal, ob das reicht. Und ansonsten, Kisten sind da, das passt. Wir sollen noch 100 Zauber erforschen. Quatsch, nicht 100 Zauber, wir sollen einen Zauber erforschen. Heißt, wir müssen das hier machen mit 500 Gold. Habe ich denn noch irgendwo eine Goldmine? Können wir mal das hier vorne noch alles mitnehmen hier? Aber so eine richtige Goldmine... Ah, doch hier. Wir haben noch unsere Goldader. Alles gut, alles gut. So, also Guru. 100%. 12 Stück passen rein hier. Dann Zauber erforschen. Das galante Böse hatte nun Zugriff auf einige Zauber bekommen. Mit galante Böse. Erschaffen etwa, konnten wie aus dem Nichts schnell Kisten oder Gurus erschaffen werden. Seinem kindlichen Gemüt entsprechend probierte das amüsierte Böse dies sofort aus. So, linke Seite Zauberleiste mit all der erforschten Zaubern. Zauber verbrauchen Mana, das im Arcanium produziert, eingelagert wird. Selektiert einen Zauber in der Zauberleiste, um ihn zu aktivieren. Habe ich jetzt eigentlich die Mission abgeschlossen? Ja. Wir brauchen noch 20 Helden mit Zaubern erledigen. Also, Ressourcen erschaffen. Tischlein deck dich. Guru, Guru, Guru. Erschafft aus dem Nichts eine Ressource in deinem Dungeon. Okay, je nachdem, wohin wir klicken, bekommen wir quasi die Ressource. Zum Beispiel eine Kiste. Die Augen des kindlichen Bösen glühten vor Freude, als es erfolgreich den Zauber Ressourcen erschaffen angewandt hatte. So würden sich die Vorräte auch ohne vernünftige Produktion füllen lassen. Ein Schnodderling machte sich im Arcanium daran, Mana zu erschaffen und dies dem Zaubersprüche schwingenden Bösen zur Verfügung zu stellen. Ja, hier müsste eigentlich jemand arbeiten jetzt dann. Momentan sehe ich hier aber keinen Schnodderling. So, wir sind auch schon am Limit angekommen. Kommen wir noch ganz kurz unser Limit erhöhen hier. Und ist noch eine Einheit zusätzlich. Dann die Einheiten upgraden. Glotzer. Was machen denn die Glotzer?
Die anglotzen, aber nicht betrachten. Aber was machen die Glotzer? Wir holen uns mal die Glotzer. Wir holen uns einen zusätzlichen Glotzer jetzt. Mehr geht halt leider nicht. Kostet 666 Gold. Ah, Fernkämpfer, verlangsamt Gegner. Macht das Ziel und alle umstehenden Gegner anfälliger gegen Feuerschaden. Also Heileinheiten haben wir hier nicht, nein. Wir haben nur noch drei Gurus momentan. Bin mal gespannt, ob das jetzt hier so... ob das dann hier so reicht. Und ansonsten könnte man noch die ein oder andere Falle dann platzieren. Kostet dann auch wieder so viel Geld. Na, da könnte man jetzt mal so Sachen machen wie das hier. Und dann hier quasi die Verlangsamung nochmal. Dann hier nochmal zweimal Falle. Vielleicht auch irgendwie so eine Dreierfalle oder so. Na gut, also da oben sind sie wieder. Die nehmen erstaunlich wenig Schaden, während sie hier durch Lava laufen. Oh, kann ich denn hier oben mal? Wir können ja dann verlangsamen. Das war irgendwo hier, genau. Wenn sie zum Beispiel in der Falle stehen. So, Fledermaus, Schwarm. Können wir ja mal hier vorne machen. Okay, ja, macht schon ganz gut Schaden. Dornenaura. So, dann packen wir euch hier rein. Es geht auf alle Fälle schon mal um einiges leichter mit ein bisschen Zauberhilfe. Obwohl die Übersicht schon sehr leidet hier unten. Man sieht sehr wenig. Hitzeresistente Zwerge, ja. Guter Punkt. Guter Punkt. So. Dann, also drei Gurus sind noch da. Geld ist noch ein bisschen da. Wir können noch ein bisschen Upgrades kaufen. Wir müssen einfach nur nach oben. Wir können uns noch einen Glotzer holen. Schade, dass ich da nicht mehr machen kann jetzt. Wir erhöhen noch die Reichweite des Glotzers. Und ansonsten, ja, machen wir uns auf den Weg hoch, ne? Aber so bringt er uns jetzt quasi hier die drei Slots bei, anscheinend. Multiplayer müsste auch gehen. Es ist Zahltag. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Ja, das ist hier unten, das ist okay. So viel brauchen wir nicht mehr. Hier oben wäre noch ein bisschen Gold. Aber ich glaube, wir machen uns jetzt mal auf den Weg hoch, ne? Wir schauen mal rein in die Übersicht. Momentan holen sie sich alle den Sold. Kann es sein, dass die gelbe Leiste die, die Schlafleiste ist? Das heißt, wenn die leer ist, dass sie dann schlafen müssen. Wobei der Glotzer, den haben wir gerade eben erst geholt. Ah, das sind... Ah, Erfahrungspunkte ist gut, ja. Das kann sein, dass das die Erfahrungspunkte sind. Guter Punkt mit den Erfahrungspunkten. Zykros, einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Ein bisschen mehr Einheiten hätte ich schon ganz gern hier. Aber dann würde es noch unübersichtlicher werden jetzt. Also, ich glaube, wir sind soweit. Wir bringen mal unsere Leute hoch. Und bringen euch hier rein. Habe ich jetzt alle hier oben? Oder ist das nur einer? Einer. So. Dann machen wir jetzt mal auf den Weg. Wir können ja vorher vielleicht noch ganz kurz... Ich würde gerne diesen Vortex noch ein bisschen ausbauen. 1000 kostet das. Damit, wenn die Dämonen hier oben sterben, die sich ein bisschen schneller regenerieren. So, wir können jetzt nach links gehen, weil da schon Einheiten warten auf uns. Oh, schön hier, die Feuerschmeiße hier. Das macht ja ordentlich Wumps hier. Nicht schlecht. Das Gute war halt bei den Orks, dass die dann während der Laufzeit auch wieder geheilt worden sind. So, wir können hier oben ein bisschen mithelfen noch. Okay, das hat richtig gut funktioniert. Die Dornen machen
Ach so, wir müssen, Moment, wir müssen das auf die eigenen Leute anwenden. Alle eigenen Kreaturen im Wirkungsbereich von 4 Meter bekommen für 90 Sekunden eine Dornenaura. Okay, das ist was Gutes quasi für uns. Die Fledermäuse, die sind für den Angriff dann da. Aber wir sind in der dritten Mission der Kampagne und die Kampagne wird halt mit einem so kleinen Tutorial begleitet dann, um dir das Spiel etwas näher zu bringen. So, können wir mal den Vortex noch ausbauen? Jawohl. Nächstes Upgrade ist, Dämonen wiederzubeleben, kostet weniger Bösartigkeit. Ach so, das kostet Bösartigkeit auch noch für das Wiederbeleben. Aha. Guck an, guck an. So, jemand hat Hunger. Wir haben keine Gurus mehr. Wir müssen mal unsere Gurus-Station noch aufbauen. Diese Bösartigkeit hier, die liegt jetzt einfach nur so rum. Zählt aber anscheinend dann trotzdem dazu, ne? Wir bauen mal kurz noch die Gurus etwas aus. Wir machen hier ein bisschen einen größeren Bereich. Das war ja beim letzten Mal auch ganz gut. Oder was wir auch machen können, wir können die Gurus noch ein bisschen erweitern. Wir brauchen dafür Dungeon Nummer 3 und 750 Gold. Können wir noch irgendwo Gold abbauen? Hier vorne ist noch etwas Gold. Hier vorne ist auch noch Gold. Aber das passt schon. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Was habe ich aufgedeckt? Einen neuen Bereich im Dungeon? Ach, hier vorne. Uiuiui. Schön durch das Lava hier durch. Wunderbar. So, Guru. Sollte das auch wieder passen. So, wir können ja mit einem Portal unsere Leute wieder zurückbringen. Wenn sie zu hungrig werden. Ach so, hier oben. Man kann nur im Kreis laufen hier oben. Ah, okay. Das verwöhnte Böse hatte ein paar verirrte Dämonen entdeckt, die sich nur allzu bereitwillig seiner dunklen Armee anschlossen. Allerdings steckten diese in einer ungünstigen Position fest. Das ratlose Böse überlegte, wie es das anstellen sollte. Okay, also die sind, wo wir nicht hinlaufen können. Hey Tristan, Lieblings, weil einziger Stiefbruder. Siehst du meine Truppen da drüben aufmarschieren? Ich denke, die werden kurzen Prozess mit dir machen. Freu dich nicht zu früh, Stiefschwester. Meine Barriere und meine Männer werden sie aufhalten. Wir haben das, was wir hier wollten, und werden schon bald wieder unterwegs sein. Kreaturen, holt mich endlich hier raus, verdammt nochmal! Los, bewegt euch, rettet mich, befreit mich, unterschreibt Petitionen, die meine Freilassung fordern! Das geniale Böse hatte es mittels eines Zaubers geschafft, die versprengten Dämonen sicher zurück in den Dungeon zu bringen. Wunderbar. Das heißt, die könnte man dann auch gleich wieder mitnehmen und hochbringen hier. Aber ich glaube, wir müssen demnächst sowieso mal zurück und ohne Heldenstatue und müssen die Leute wieder essen lassen. Also, Zerstören von Heldenstatue gibt uns Bösartigkeit. Sehr schön. Musik auch im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man die so gut hört jetzt im Stream. Ganz in der Nähe der Armeen des absurden Bösen war ein arkaner Riss aufgetaucht. Diese magischen Anomalien waren in der Gegend keine Seltenheit und versprachen demjenigen große Macht, der sie zu nutzen wusste. Das verbösifizierende Böse hatte einen arkanen Riss eingenommen. Neue Macht durchströmte es und gab ihm die Möglichkeit, nun auf den Zauber Meteorregen zurückzugreifen. Oh. Praktischerweise befand sich in der Nähe eine Gruppe von Helden, die dankbare Ziele dafür waren. Sehr schön.
gibt ja noch diese Voraussetzung hier, 20 Helden mit Zaubern töten. Kostet uns 400 Magie, kostet uns das. Das muss jetzt quasi erst wieder eingesammelt werden, wenn ich das richtig sehe. Dämonisches Portal, jetzt sind schon 4 Leute hungrig. Wir bringen euch mal zurück jetzt. So. Dann könnt ihr erstmal euch was zu essen. Arkanenrisse konnte nun vom zaubernden Bösen eingesetzt werden. Arkanenriss bekommt ihr regelmäßig Mana. Zudem könnt ihr durch die Arkane Macht einsetzen, die sofort die Abklingzeit aller Zauber löscht und deren Wirksamkeit verstärkt. Oha. Sehr schön, sehr schön. Kann ich da jetzt einfach so hier oben zaubern? Euch erlegen lassen? Er hat schon Schaden gemacht. Einer hat es noch überlebt hier momentan. Den könnte man noch mit den Fledermäusen erledigen. Wunderschön. Hier oben. Ja, hier oben sehe ich leider niemanden. Hier sind 2. Die könnte man noch bezaubern. Abklingzeit. 400. Wenn ich jetzt hier klicke. Die Macht der Arkanenrisse wurde aktiviert. Zauber standen sofort wieder zur Verfügung und waren noch stärker. Okay, sie sind stärker, aber bekommen nicht automatisch dann gleich auch noch Mana. Okay, wir machen mal kurz dieses Dings noch hier. Wir nutzen die Gelegenheit, sobald wir noch ein bisschen Schaden machen hier. Na gut, aber gut zu wissen. Die Magierin, die Priesterin, die überlebt das hier nicht. Sehr schön. Dann mit 400 noch. Ich will nämlich den Punkt hier noch abschließen, ne? Diesen 20 Heldeneinheiten erledigen. So, wir haben noch 2 Gurus. Echt jetzt, die fressen ja alle weg hier. Das ist ja Wahnsinn hier. Das ist ja Wahnsinn. So, können wir nochmal mit euch 2 das machen, dann sparen wir uns noch etwas Mana und für euch den. Die Macht der Arkanenrisse stand abermals zur Verfügung. Wieder? Die Macht der Arkanenrisse durchzog das Land. Zauber waren das ist der Wahnsinn, noch wie, mächtiger. Wie häufig das einsetzbar ist. Na gut, ich bin jetzt nicht so der absolute Fan, ne, von dieser Oberwelt und dieser direkten Steuerung. Ich nehme das jetzt quasi so ein bisschen mit, weil einem das Spiel halt auch ein bisschen, ja, es leidet auch ein bisschen hier durch. Wieso bekomme ich nicht 400 jetzt? Deswegen nehme ich das mit, aber es ist jetzt natürlich nicht unbedingt etwas, was ich jetzt unbedingt haben müsste im Spiel. Weil einfach der Part unter der Erde in den Dungeons einfach so viel mehr Spaß auch macht. Euer dämonisches Portal wird angegriffen. Ach, das Portal, das bleibt bestehen. Ja, guck an, können wir denn da nicht vielleicht euch sogar direkt hier jetzt rausschicken? Geht das? Kriege ich denn euch jetzt hier hoch? Die Macht der Arkanenrisse konnte nun wieder eingesetzt werden. Ah, hier. Hier müssen die raus hier. Ah, sehr schön. Ja, super. Ja gut, also dann bleibt das Portal hier bestehen. Ich dachte, das ist nur einmalig. Aber dann ist das natürlich super, weil wir hier eine stetige Verbindung haben. Diviko, einen wunderschönen Mittag, hallo. So, was ist das hier? Unscheinbare Kisten. Können wir die mal angreifen? Vielleicht ist da noch irgendwas. Ah, da ist Geld, Bösartigkeit und Mana ist hier mit dabei. So, können wir denn euch nochmal hier mit vielleicht der Fledermaus... Die Macht der Arkanenrisse wurde aktiviert. Zauber standen sofort wieder Guck zur dir Verfügung das an. Und waren noch stärker. Das ist ja überhaupt kein Problem mehr mit den Zaubern hier. Wahnsinn. Geschenkt. So, ihr habt keine Gurus mehr schon wieder. Wir müssen uns mal ganz kurz um die Gurus kümmern. Das ist ja unfassbar hier.
21 Gurus eigentlich. Können wir denn die Gurus noch upgraden? 750 Gold. Ich habe gar kein Gold mehr. Das heißt, wir müssen mal kurz die Goldadern plündern. Die hier hoffentlich noch irgendwo herumliegen. Vorne ist noch Gold. Die Macht der Arkanenrisse stand abermals zur Verfügung. Na gut, dann geht mal durch die, Lava auch hier durch. Ach, hier ist ja auch noch ganz viel Gold. Passt schon. Ja, vor allem, wenn wir den Sold dann auch bezahlen müssen, das kommt ja dann noch dazu. Das Upgrade erhöht die Kapazität pro Feld um 1. Das heißt, wir müssen wir dann die doppelte Menge hier bekommen. Wieso kann ich mir jetzt... Hab ich irgendwas in der Hand? Nee. Wir haben jetzt aktuell 21 Gurus haben hier Platz. Das heißt, wenn wir upgraden, 750 Gold brauchen wir. Müssen wir doch eigentlich doppelt so viel dann bekommen, oder? So, ihr könnt in der Zwischenzeit ein bisschen weiterlaufen. Da oben in der Ecke ist da irgendwas Wichtiges. Wird dunkel. Pure Dunkelheit, eigentlich perfekt für uns. Matze, einen wunderschönen Mittag, hallo. Ticket funktioniert nicht. Wir haben eh schon 12 Uhr. Wir können ja dann mal die Verlosung des Keys starten. Talia, ich kann immer noch nicht fassen, dass du das alles getan hast. Waren wir nicht wie eine Familie für dich? Die Armee des gnadenlosen Bösen hatte die magische Barriere erreicht. Ein Zauber würde diese hinfortfegen. Kann es sein, dass ich für die Gurus auch Geld brauche, aber Geld wäre eigentlich da? Bin echt verwirrt, was das jetzt bedeutet. Ich mach mal hier ein Portal hier vorne. Schick mal unsere Leute rein. Aber wieso habe ich keine Gurus mehr hier? Eins ist wieder da, wer frisst denn die ganzen Gurus weg? Wir machen mal das Upgrade. Dass die auf alle... Einmal alle weg waren dann, ne? Ich glaube nicht, dass die Produktionsrate sich erhöht, sondern einfach nur die Kapazität dann. Also quasi Lager. Wenn du keine Gurus isst oder verbrauchst, dass du halt dann den höheren Vorrat hast. Die Heldstatue, wenn wir zerstören, bekommen wir nur Bösartigkeit. Und davon haben wir momentan genügend. Erster Eindruck so, hab damals nur Dungeon Keeper und Dungeons 1 gezockt. Ich find's richtig gut. Mir hat der dritte Teil schon sehr gefallen. Es spielt sich eigentlich wie der dritte Teil. Und die Geschichte ist fantastisch erzählt. Wenn man ein bisschen kindischen Humor hat. Und ich hab so viel Bock auf das Spiel. Das ist schön. Mich wundert nur ein bisschen ehrlicherweise, dass die Bäume so kurz sind. Aber man schaltet auch mehr Sachen quasi frei. Von daher, wenn dann alle Bäume freigeschaltet sind, dann hast du wahrscheinlich schon genügend zu tun, denke ich mal. So, jetzt gucken wir mal. Also, ein paar Leute haben noch Hunger jetzt. Wir haben auf alle Fälle aber jetzt wieder 5 Gurus. 6 Gurus. Wir haben jetzt eine... Kann ich mal ganz kurz... Wird gern mal... Nein, nicht abbauen hier. Wird gern mal gucken hier. Wir haben jetzt 49 haben wir jetzt Platz. Die Effektivität ist schon bei 100%. Das ist eigentlich die Rate, mit der dann die Gurus erstellt werden. Genau. Aber man sieht schon, ne? 2 Gurus. Beutelkramer Mahlzeit. In Dungeons 3 haben die Leute auf der Oberfläche automatisch Hühnchen aus dem Stall in den Bauch teleportiert. Die haben quasi
von der Guru-Farm meinst du jetzt in den Bauch, ne? Ja, wir könnten natürlich auch eine zweite Guru-Farm noch anlegen. Das wäre ja auch möglich. Dass man hier oben vielleicht noch eine zweite Guru-Farm macht. Notgedrungen jetzt. Ich weiß nicht, wieso wir jetzt so viel Verbrauch auf einmal haben. Aber notgedrungen müssten wir das machen. Ich meine, wenn ich jetzt die zweite Farm anlege, dann habe ich wahrscheinlich einmal viel zu viel. Ist halt die Frage, ob eine zweite Farm besser ist oder ob man einfach nur den Raum nochmal vergrößern sollte. Das kann ich euch nicht sagen. Also ob wir jetzt irgendwie ein Guru alle 5 Sekunden herstellen pro Raum oder ob wir 2 Gurus alle 5 Sekunden herstellen, wenn der Raum entsprechend groß ist. Weiß ich ehrlicherweise nicht. So, wir machen uns eine Tür. Damit wir hier die Effektivität haben. Aber vielleicht weiß das ja jemand im Chat. Feinde in eurem Dungeon. Ah, die kümmern wir uns gleich. Kein Problem. So, Guru Farm anlegen. Wo sind sie denn? Die Frage ist ja, woher kommen die jetzt hier, ne? Woher kommen die Lumpen? Und ja mal ganz kurz aktivieren hier. Stärkte die Zauber des magischen Bösen. Machen wir euch schon mal schön Schaden jetzt. So, damit ist die zweite Quest auch erfüllt hier. 20 Helden mit Zaubern töten, perfekt. Und dann gucken wir mal. Also 100%, 42. Gurus spawnen mit einer Raid per Teil. Super, dankeschön für den Hinweis. Das heißt, eine zweite Farm hier oben ist eigentlich nicht notwendig. Wir müssen einfach nur die eine größer machen dann. Und dann funktioniert das auch wieder. Mich wundert halt nur, dass die jetzt so viel essen auf einmal. Aber vielleicht habe ich die zu lange hungern lassen. Könnte natürlich auch sein. Kein Gold mehr. Wir bräuchten nochmal eine schöne Goldmine. Irgendwo. Erneut stand die Macht der arkanen Risse zur Verfügung. So, einmal überall das Gold noch abreißen hier. Na, wenn du da keine richtig schöne Quelle hast, dann bist du erstmal schön gearscht. Zwei Räume mit 25 Teils ist das gleiche wie ein Raum mit 50. Genau, okay. Ja, also ich würde mir wünschen, ehrlicherweise, dass man noch ein bisschen so effizienzmäßig was machen kann. Die einzige Möglichkeit besteht halt darin jetzt von irgendwie 80 oder so oder 90% Effizienz hochzugehen auf 100 durch den Einbau einer Tür. Also das ist auch irgendwie ein bisschen, naja. Ich weiß nicht mehr, wie es im Original war, aber ist halt ein bisschen wenig, was man da so noch individualisieren kann. Ding Dong, es ist Zahltag. Oh Mann, ich habe keine Kohle hier. 1130. Wir brauchen mehr Geld. Hier ist ja nirgends mehr noch irgendwie ein bisschen Kohle. Da oben ist noch was. Na gut, wir gehen mal hoch jetzt. Damit wir in der Mission weiterkommen. Neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Neuer Bereich im Dungeon aufgedeckt hier unten. Wieder mit ganz vielen Kisten, die wir entdeckt haben. Ah, hier vorne ist noch etwas. Jawohl, passt. Gut, dann bringen wir euch mal nach oben, liebe Leute. Wo ist unser Portal? So, jetzt müssen wir den Meteorschauer hier oben machen. Während sich das Crucio sprechende Böse einen Weg durch die magische Barriere gebahnt hatte, waren Talia und Tristan weiter auf dem Weg.
Tristan, geliebter Bruder, wärst du so freundlich, diese Käfigtür für mich zu öffnen? Es ist doch nicht nötig, dass wir uns streiten. Stiefbruder! Und ich kann dir nicht einfach verzeihen, dass du unseren Ziehvater erschlagen hast. Geschweige denn die Hälfte der guten Bevölkerung des Landes. Nur die Hälfte? Ha! Ich meine, das ist einfach irgendwie so passiert. Ich weiß auch nicht genau, wie das alles so schief gehen konnte. Du hast Thanos Kopf auf einen Speer gesteckt. Er hatte es verdammt nochmal verdient. Immer wieder musste ich mich von ihm und seinen Handlangern beleidigen lassen, nur aufgrund meiner Herkunft. Als wenn alle Dunkelelfen böse wären. Oh, ist ein dickes, fettes Katapult. Umgebracht, Vaters Gefährten getötet und Vaters Kopf auf einen Speer gesteckt. Die haben mich dazu gebracht. Die Gesellschaft ist schuld. Gesellschaft ist schuld. Oh, da ist nochmal ein Arkaner Riss. Sehr schön. Die Macht der Arkanen Risse stand abermals zur Verfügung. Das magiewirkende Böse hatte einen Arkanen Riss erobert. Mit dieser erbeuteten Macht konnte es nun den Zauber Mana-Schild nutzen. Im Wirkungsbereich von 8 Meter erhalten alle Kreaturen einen Mana-Schild mit einer Lebensenergie von 250. Der Mana-Schild zieht eingehenden Schaden ab. Gleichzeitig reduziert sich die Lebensenergie des Mana-Schilds um 2 pro Sekunde. Okay. Oh, da ist ein Hühnchen. Könnt ihr euch das nehmen hier? So, Haus der Helden gleich mal kaputt machen. Da oben sind noch Kisten. Ressourcenzauber könnte man noch nutzen. Stimmt. Guter Punkt. Das ist korrekt. Da hätte man noch ein paar Gurus zaubern können. Aber es soll ja auch selbstständig bleiben. Ich will ja nicht immer ständig neue Gurus aufzaubern. Das soll natürlich auch nicht sein. Das terminlich verhinderte Böse muss sich nun langsam verabschieden. In diesem Sinne macht's gut. Lieber Nahdur. So, weiter geht's. Hier oben ist noch ein Katapult. Gehen mal hier außen rum. Es fehlt noch ein Arkanariss. Die Frage ist, ob der... Ah, der ist hier oben. Wir haben immer noch 9 von 9, also da ist auch niemand verloren gegangen jetzt. Talia, ich wünschte, du würdest dich wieder eines Besseren besinnen. Erinnere dich zurück an unsere Kindheit, als wir zusammen am Bach spielten. Und du mich hineingeworfen hast? Du hattest mir davor ein Bienennest auf den Kopf fallen lassen. Stimmt. Ich erinnere mich, wie dein Kopf angeschwollen ist wie eine Melone. So, die haben sich schon richtig lieb, ne? Was ist das hier? Kanonenturm. Aber es ist noch Tutorial, ne? Das ist noch ganz vertretbar jetzt eigentlich. Bisschen Schaden gehört dazu, natürlich. So. Sind hier irgendwelche Helden? Ah, hier, Haus der Helden. Zahltag ist, wir haben 1800 Gold. Wir brauchen 1100. Das ist ein ganz schön starkes Haus hier, ne? Ich will jetzt nicht wieder Mana verwenden. Haben die jetzt, wenn die Zahltag haben... Haben jetzt nicht alle das Symbol für Zahltag auch hier. Das heißt, die holen sich wahrscheinlich unterschiedlich den Sold. So, hier oben ist der Arkaneriss, der letzte. Und ich glaube, dann können wir das abschließen, dieses Kapitel. Gurus sind jetzt auf alle Fälle 10 da, aber auch nur 10, ne? Die Böse hatte einen Arkaneriss an sich gerissen. Mit neu gewonnener Magie konnte es nun per Zauber den Fürst der Hölle herbeirufen.
Man braucht alle 60 Sekunden 200 Mana und verschwindet, wenn nicht genug Mana da ist. Der zieht uns quasi komplett das Mana leer dann. Komm, wir packen den mal hier oben rein. Hier oben. So. Ah, schön. So, Fürst der Hölle, walte deines Amtes. Ich hoffe, der kann hier ordentlich Arbeit machen. Aber wir bekommen auch noch Mana dazu, stimmt. Das kam ja auch noch jetzt hier. Mensch. Das stimmt. Das heißt, der kann jetzt mit uns quasi mitkämpfen. So, hier oben zwei Türme. Solange unsere kleinen Schnodderlinge genügend Mana noch irgendwo herziehen und finden. Ist das so, dass die an der Oberfläche das Geld automatisch beim Zahltag kassieren? Ah, einer ist gestorben, zwei sind gestorben jetzt hier. Weil beim Essen ist es ja anscheinend dann nicht mehr so, oder? Oder haben wir deswegen so wenige Gurus, weil die hier oben ständig sich was zu essen holen? Das kann auch sein, oder? Ah, das kann natürlich dann auch sein, dass wir deswegen immer nicht auf einen Plus kamen hier. Weil normalerweise müsste sich das jetzt hier füllen, wenn wir nicht Essen quasi jetzt aktuell verbrauchen. Lieber Matze, Dankeschön für die 5 verschenkten Subs. Dankeschön für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Iovet, Jan Minus, Sharky, Frackersoid und Kadam, viel Spaß mit den Subs. Vom lieben Matze. Dankeschön, vielen Dank. So, wir ziehen mal weiter hier. Der eine ist ja immer noch da jetzt hier. Also wir können das schon ganz gut halten hier. Mit den Mana-Punkten hier. Der eine Kollege hier, der unterstützt uns jetzt hier tatkräftig. Das ist ja super. Ich dachte, ich habe das vorher so gelesen, dass er geschrieben hat, im dritten Teil war es so, dass das automatisch teleportiert wird und im vierten jetzt nicht mehr. So dachte ich, ist das gemeint. So, wir gehen mal ganz kurz runter. Packen euch dämonisches Portal, konnten Kreaturen sofort von der Oberwelt zurück in den Dungeon geschickt werden. Ah, shit, jetzt sind hier die Einheiten alleine. Wo kamen denn die jetzt plötzlich her, diese Einheiten? So. Na gut, aber man sieht, zumindest jetzt füllt es sich schon wieder etwas mehr. Passt schon. Und ich darf nicht vergessen, wir müssen auch hier diesen arkanen Riss wieder verwenden. Wahrscheinlich jetzt hier bei dem Endkampf. Damit wir hier mehr Schaden machen. Wir warten noch ganz kurz, bis die Einheiten da sind. Da ist das Portal. Die hier oben angekommen sind. Bevor wir das hier vorne dann zerstören. Armee. Zeit zu sterben für dich, Stiefbrüderchen. Los, aber ihr wieder verschwindet. Fegt über sie hinweg. Treibt ihnen scharfe Chili-Soße in die Augen und befreit mich aus diesem vermaledeiten Käfig. Meine Brüder, in euren Augen sehe ich... Du leierst jetzt hier aber nicht schon wieder diesen gleichen Mist runter, oder? Oh Gott. Oder? Männer, haltet sie auf! Talia, wir müssen weiter! Die Armeen des seine Getränke auf Eis genießenden Bösen hatten die lächerlichen Verteidiger von Tristan besiegt. Jubel erfüllte die Kreaturen des Bösen. Doch der körperlosen Essenz des Bösen war noch nicht nach Feiern zumute, denn Tristan selbst war entkommen und hatte Talia bei sich. Das ohne physische Gestalt verweilende Böse tat so, als ob es seufzen könnte und nahm abermals die Verfolgung auf. Wunderbar. Triumph schon wieder abgeschlossen. Sehr schön.
Das Geld ist ein bisschen knapp geworden, aber ansonsten hat das eigentlich ganz gut gepasst. Die Ebenen von Strothalm. Das absolute Böse machte sich wieder daran, Talia zu befreien. Schon wieder. Der Weg führte es in die Nähe der Stadt Strothalm, die einst von Untoten belagert wurde. Gut, Mission Nummer 4. Ich werde mich mal ganz kurz verabschieden bei den Leuten auf YouTube, die das jetzt hier dann demnächst zu sehen bekommen, weil ich das noch hochladen werde. Wir werden jetzt dann noch den Key verlosen und dann noch ein bisschen weiterspielen. Ich möchte zumindest diese Mission jetzt noch machen. Aber von den YouTube-Zuschauern verabschiede ich mich mit diesem Angespielt jetzt hier von Dungeons 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar unter das Video oder vielleicht auch sogar auf ein Kanal-Abo. Wir stehen kurz vor 10.000 Abonnenten auf YouTube. Würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem der nächsten Angespielt-Videos wieder, wenn ihr denn mögt. Macht's gut, bis dann. Ciao.